Dies war die für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Crux, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Funktioniert alles mit dem Sound, oder? Wake News Radio with Detlev on UWS Community Radio and the International Community Radio Network. Yes to the New World Order! Ja, hallo, es ist Detlev hier vom Wake News Radio, Wake News TV. Gegrüßt seid ihr hier bei mir in der heutigen Show am 13. Mai 2014. Live. Prima. Klasse, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, und wir haben mächtig was vor heute, die ganze Woche, überhaupt den ganzen Monat noch, oder? Gell? So, jetzt erstmal herzlichen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, gell? Weil ihr seid hier wichtig, ihr gebt mir die Live-Power, oder? Und dann natürlich alle diejenigen, die mich übertragen, oder? Die schön alle meine Player oder Stücke mit auf ihren Playern einspielen. Und wer das ist, könnt ihr alle finden auf der Seite mywakeness.wordpress.com zur heutigen Sendung und natürlich auch auf der Radioseite wakeness.net, Wake News Radio. Okay, und ich danke den Künstlern, die uns ihre Musik hier zur Verfügung stellen. Und wir hatten was ganz brandneues hier. Jemand aus Berlin, der mir hier seine Musik zur Verfügung gestellt hat mit Boom Bap. Und zwar BM Beats. Ist es. Ja, klasse. Herzlichen Dank. Ja, und wir haben mächtig was zu tun. Wir hatten halt eine sehr anstrengende Woche letzte. Ja, ist halt so, gell. Wir hatten also 4 Aktivitäten plus alles mögliche andere auch noch, ne, zwischendurch. Nämlich einmal die Montagsdemo oder Mahnwache in Basel, wo ich dann selbst auch vor Ort war, am 5. 5.
und dort auch ein Filmchen gemacht habe. Und dann natürlich die Dienstags- und Donnerstags-Live-Sendungen. Und am Samstag hatten wir am 10. Mai dann unseren United Strike Radio Marathon, den wir mal an jedem zweiten Sonnabend im Monat durchführen. Auch das ist viel Arbeit. Aber es ist notwendig. Gell? Okay, und diesmal, also gestern fiel hier in Basel die Veranstaltung der Montagsdemo beziehungsweise Mahnwache für den Frieden aus, weil organisatorisch das erst neu aufgebaut wird und erst dann offiziell wieder am 19., also kommenden Montag, 19. Mai, wieder stattfindet. Auch da werde ich dann drüber berichten. Okay, ja, und wir haben sonst jede Menge andere Dinge zu tun, hinter den Kulissen die ganze Zeit. Also es ist brummt hier ordentlich, ne? Ja, es gibt auch wieder viele, viele Veröffentlichungen und Sendungen, die wir jetzt hier schon auch mit vorbereiten, die also demnächst hier rauskommen. Auch das muss alles gemacht sein, nicht? Und ich bin natürlich froh, wenn mir hier also jede mögliche Unterstützung zufließt, die ihr erbringen könnt. Vor allen Dingen natürlich auch durch klasse Beiträge, Zusendungen, die mir immer geschickt werden, Links oder sonstige Informationen. Herzlichen Dank dafür. In der Regel lese ich fast alles und verarbeite auch sehr viel, aber alles geht eben nicht und man muss sich irgendwo konzentrieren, aber das macht nichts. Trotzdem ist der Informationsfluss außerordentlich wichtig. Es wenden sich auch sehr viele Menschen an mich, die ja denen übel mitgespielt wird und die gerne auch natürlich Unterstützung hätten, aber ich kann nicht alles machen. Bitte um Verständnis, muss dann also da auch leider selektieren. Okay, das heißt nicht, dass ich nicht allen gerne helfen würde. Okay, ja, und in dem Zusammenhang hatten wir natürlich also für heute die Fortführung der Serie, wenn man so will, des Aktivwerdens, weil das haben wir ja auch gesagt, für dieses Jahr 2014, das Jahr der aufwachenden Menschheit, das dürfte man nicht verschlafen. Und alle die, die aufwachen oder dabei sind, aufzuwachen, und ich bin also sehr überrascht, wie viele das sind, auch von denen ich das nie angenommen habe, die zumindest teilweise eben Informationen auch haben oder denen viele Dinge bewusst sind, wo mir das nicht vorher so bekannt war. Also es ist klasse. Da müssen wir gleich hinterhaken, nachhaken und den Menschen helfen, dass sie also schneller auch die notwendigen Informationen finden und auch gleich wissen, was sie tun können. Und dafür sollen ja auch diese Sendungen ein bisschen mit da sein oder die Videos, die ich dann daraus mache oder die Artikel, die ich schreibe, dass man also ein wenig eine Hilfestellung bekommt in der Argumentation, in der Bereitstellung von Informationen, im Finden von Informationen und natürlich auch Vorschläge, was man machen kann. Und man kann bei den Montagsdemos und Mahnwachen und so natürlich immer auch kritisieren, ist klar. Wir müssen ja auch immer aufpassen, dass jede erfolgreiche Aktion oder Aktivität wird ja häufig bald unterwandert, ne? Weil wir wissen, das ist eins der Dinge, die die Mächtigen tun. Die wollen alles kontrollieren, also auch den Widerstand gegen sich. Und da muss man aufpassen, wer wo was eventuell entgleisen lassen will. Das dürfen wir natürlich nicht zulassen, aber wir sind ja sehr viele Menschen, die also den Durchblick haben. Das kann man schnell erkennen. Früher war das vielleicht schwieriger, aber heute ist das alles nicht mehr ganz so schwer zu unterscheiden. Das muss man jetzt abwarten. Und natürlich finden sich unter dem Dach dieser Montagsdemos und Friedensmahnwachen jede Menge Menschen, die unterschiedliches Wissen und unterschiedliche Bewusstseinsstufen haben oder Informationsgehalt haben, die also auch, sagen wir mal, dorthin gehen, weil sie eigentlich das große Gemeinsame suchen oder den kleinsten gemeinsamen Nenner, wenn man es mathematisch ausdrückt, nämlich, dass wir tatsächlich Frieden brauchen, denn Krieg ist genau gegen uns und wir müssen also auf jeden Fall Krieg verhindern. Und da ist es vollständig egal, aus welchem Grund du an solchen Veranstaltungen teilnimmst. Du kannst da dich auch mit anderen Sachen beschäftigen, aber das Wichtigste ist wohl, glaube ich,
meines Erachtens, dass wir hier für Frieden sorgen. Und man kann nicht immer in allen Punkten gleicher Ansicht sein. Das geht einfach nicht. Das ist einfach ein Unding. Ja, es wächst vielleicht mal dahin, aber im Moment kommt man aus zu vielen verschiedenen Ecken. Und auch Leute, die vielleicht nicht immer so dem auch folgen, was wir hier in den Sendungen bei Awakenings oder so diskutieren, können sich aber trotzdem für den Frieden engagieren. Da dürfen wir nicht die Tür zuklappen, oder? Das ist ganz wichtig. Okay. So, und aus dem Grund müssen wir also alles fördern, was uns hilft, unsere Arbeitsbasis zu erhalten. Und das geht nur mit Frieden. Ich habe das schon mal erklärt, sobald die da losballern und alle dann da in den Krieg hineinziehen, haben wir viel schlechtere Ausgangspositionen, als wenn wir weiter im Frieden hier leben und von hier aus dann unsere Arbeit weitermachen können. Denn einmal im Krieg ist das also verdammt schwer, das alles friedlich und so zu lösen. Gut, ja, das vielleicht eingangs. Und ich habe mir heute gedacht, wir müssen auch nochmal einen Aufruf insofern starten, dass wir einfach mal sagen, auch den Mut machen. Jedem Einzelnen, der nicht jetzt der dollste Sprecher oder was weiß ich ist, Kommunikator, dass wir trotzdem einfach den Mund aufmachen müssen. Und deswegen heißt das heutige Thema, wir dürfen nicht schweigen. Ja, und ich habe das veröffentlicht hier bei mir auf der Webseite oder auf dem Blog, vielmehr myawakenings.wordpress.com. Und da steht also drin, ihr könnt da drauf, wenn ihr auf der Radioseite seid, mit Rechtsklick auf der Maus auf einen der Links zur heutigen Sendung. Es steht dort, es hat einfach keinen Zweck. Wir müssen laut werden. Die Zeiten der von den Eliten in Anführungszeichen in Auftrag gegebenen politischen Korrektheit in Anführungszeichen diente nur dazu, uns stumm zu machen oder zu halten. Alle müssen aus ihren Schneckenhäusern heraus und müssen sich bemerkbar machen, denn es geht um uns. Um uns alle. Das Elend ist ja offensichtlich, ob Hartz-IV-Verarmung, ob EU-Banksterherrschaft, die Enteignungspolitik, die Agenda 21, der Steuer- und Abkassierwucherwahn der Regierungen, die Entrechtungsversuche, die Kriegstreibereien der NATO, der EU, der USA, die illegalen Überwachungen der banksterversteuerten Geheimdienste, die Vergiftungen aus Luft, Wasser und der Nahrung, die systematische Zerstörung unserer Lebensgrundlagen und vieles mehr. Ich habe mir das gespart, alles aufzuzählen, aber ihr wisst, was gemeint ist. Ja, und das haben wir zu Genüge aufgedeckt und sind auch noch weiterhin dabei, aufzudecken, was alles noch für Schweinerei gemacht wird, um uns hier zu verknechten, zu versklaven und auch noch zu beseitigen. Aber wie sagen es die Musketiere aus dem Roman von Alexandre Dumas? Einer für alle, alle für einen. Und so ist es, die Hilfe aller wird jetzt benötigt. Die Unterdrücker, die Feinde von Freiheit und Leben sind entdeckt oder aufgedeckt. Nunmehr hat jeder die Chance, sich für Freiheit und Leben oder für Unterdrückung zu entscheiden. Der Sieger steht ja schon fest. Und wer zu den Siegern gehören will, der muss sich für Freiheit und Leben entscheiden. Denn die Unterdrücker sind nicht nur in der Minderzahl, sondern verlieren täglich Unterstützung. Ja, und unser Instinkt hält uns immer am Leben. Selbst in verzweifelten Situationen ist jedem die Kraft gegeben, sich aus solchen Situationen zu retten. Wenn wir alle mithelfen, dann sind wir unschlagbar. Und die Zeit des Bekenntnis, der Zivilcourage, des Sprengens der Ketten ist gekommen. Ja, und die zunehmend verzweifelt tyrannischen Akte des Systems sind letzte Zuckungen vor dem Niedergang.
Kein repressives System hat sich je ewig durchsetzen können. Die Eliten in Anführungszeichen sind in Panik, versuchen ihre Verbrechen zu vertuschen. Ja, denkt man nur an die Banksermorde, die da alle jetzt, es gibt jetzt gerade grassiert eine neue Welle, ne? Bankster sind alle deprimiert, ne? Und bringen sich selbst um, oder? Das glaubt ja keiner. Jedenfalls, also versuchen sie sich auch dadurch in Sicherheit zu bringen. Sie werden versuchen, die Erde hinter sich zu verbrennen, aber das geht nur, wenn ihnen genügend Helfershelfer beistehen. Da müssen wir uns diesem Heer der Unterstützung entziehen. Das global vernetzte Unterdrückungssystem zu Fall bringen. Mit friedlichen Mitteln ist das zu schaffen. Wir müssen also den Mund aufmachen. Wir dürfen nicht schweigen. Wir sind der Boss. Ja, und ich sag's immer so, wehrt euch gegen diese Unterdrückung, und über das und vieles mehr können wir heute in der Sendung sprechen. Ja, und ihr seid herzlich eingeladen, mir hier nicht nur im Chatraum auch Informationen zuzuposten, sondern gerne auch unter radio@wakenews.net eure Infos, Kommentare und vieles mehr zuzusenden. Ich habe da auch schon eine ganze Menge. Ich hoffe, ich kriege die alles da vorgelesen, ne, heute. Aber dennoch, kommt, schickt's was rein, weil es gibt auch immer wieder Neuigkeiten, neue Informationen, die ich dann gerne mit allen teilen möchte. Gut. Ja, auch an alle Musiker, die jetzt hier auch immer meine Sendung mal lauschen. Wie gesagt, wir spielen eure Musik, schickt mir einfach mal eure MP3s rein. Ich höre sie mir dann an und setze mich dann mit euch in Verbindung. Immer dran denken, die sollten frei von rechten Dritter sein. Sonst machen sie mir bei YouTube immer so ein Problem beim Hochladen der Videos. Und deshalb spiele ich auch viele Musik nicht mehr, weil ich da eben Probleme habe. Und das zahlt sich nicht aus. Gell? Gut. Ja, noch einmal ein wichtiger Hinweis auch hier in einer Veranstaltungssache. Ich hatte das am letzten Samstag, Sonnabend wollte ich sagen, ne? Hoi, Sonnabend, schon gesagt und vorbereitend angekündigt, dass wir also hier am 15. Mai auch hier möglicherweise eine Aktion, eine Gewaltaktion erleben könnten. Das war eben hier in Löhne, wo also jemand dort zwangsmäßig verwaltet werden soll. Und wir haben ja aufgedeckt, dass das also nicht nur gegen Grund- und Menschenrechte verstößt, auch die Art und Weise, wie das gemacht wird, sondern natürlich auch hier wieder sogenannte NS-Gesetze, wir sagen der einfache Teil über Nazi-Gesetze, obwohl das nicht der ganz korrekte Ausdruck ist, es sind NS-Gesetze. NS steht dann natürlich auch für Nationalsozialisten, ja, aus dem Dritten Reich. Es gibt ja eine Menge Menschen, die also auch da nicht mehr so viel darüber wissen. Deswegen sage ich das nochmal so ein bisschen erklärend. Und diese sind ja damals nach der Einstellung der Kampfhandlung auch durch die Alliierten verboten worden, der Einsatz dessen. Und wir werden auch hier in den nächsten ein, zwei Wochen intensiv auch über dieses Thema sprechen, mit dem Fokus auf die Bundesrepublik in Deutschland. Hier spezielle, Amtsgerichte, andere Gerichte, die wir also angeschrieben haben und Auskunft erlangen wollten, warum diese Nazi-Gesetze als Kurzform eingesetzt haben, noch immer einsetzen und warum sie nicht dagegen remonstrieren oder eben nicht fordern, den Gesetzgeber in Anführungszeichen gegenüber diese abzustellen. Und darüber werden wir sehr intensiv berichten. Erschreckend vorab schon mal diese Information. Bislang, obwohl einige Male angemahnt, keine Rückmeldung kam von diesen Gerichten.
Und das ist schon also eine, ich würde sagen, Unverfrorenheit. Und das werden wir also auch öffentlich rügen. Ja, also da könnt ihr gespannt sein. Da gibt es noch vieles, was hier dann auf uns zukommt. Wer in diesem Zusammenhang hier vielleicht auch mit mir eine Co-Moderation mal machen will, über das Thema zu sprechen, auch anhand einiger Beispiele, ist herzlich eingeladen, sich mit mir in Verbindung zu setzen unter radio@awakeness.net oder redaktion@awakeness.net. Jedenfalls ist es so, dass also hier aufgrund eben dieser Aktion in Löhne also auch schon einiges passiert ist. Wir haben ja uns auch selbst eingeschaltet. Das geht hier um den Herrn Ralf Wachsmuth, der am 15.05. besucht werden soll, in Anführungszeichen, von einem sogenannten Gerichtsvollzieher mit Polizeiunterstützung. Wir haben dann also daraufhin eine Presseanfrage auch geschickt, also an das sogenannte Amtsgericht in Bad Oeynhausen und was zuständig ist und dann natürlich auch an die Kreispolizeibehörde in Herford, die zuständig ist für diesen Einsatz, der von dort vielleicht geschieht, und natürlich auch dem Innenminister von Nordrhein-Westfalen haben wir eine Presseanfrage in Kopie geschickt und auch explizit darum gebeten, dass man, wenn irgendwas dort mit Gewalt geplant ist, unsere Pressevertreter, die wir dort gegebenenfalls auch einsetzen, zu schützen. Ja, denn das ist ja eigentlich deren primäre Aufgabe, oder? Ja, habe ich das falsch in Erinnerung? Gut. Ja, und da ist jetzt also auch schon viel passiert. Das ist also rundgegangen. Ich habe hier viele E-Mails bekommen diesbezüglich, da, dass also da auch jetzt hier der Bürgermeister angesprochen wurde von Bad Oeynhausen, ein Herr Müller-Zahlmann, der in der vergangenen Woche in den unterschiedlichsten Medien, also Matrix-Medien, verlauten ließ, dass er als Bürgermeister der Stadt Bad Oeynhausen, Nordrhein-Westfalen, dem Diktator des Dritten Reiches Adolf Hitler die Ehrenbürgerschaft der Stadt Bad Oeynhausen aberkennen will. Wie kann es dann aber sein, so schreiben dann ihm Leute hier, Herr Müller-Zahlmann, so heißt er, dass Nazi-Gesetze am Amtsgericht Bad Oeynhausen Anwendung finden dürfen. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier Öffentlichkeit schaffen, weil hier geht es um bestehendes Recht oder bestehendes Unrecht, je nachdem, wie man das sagt. Und dann müssen wir einfach den Mund aufmachen und solche Fragen stellen. Absolut korrekt. Ja. Und da kann man also dann auch die Leute hier seitens der Hörerschaft dann gerne anrufen. Ich kann den Link hier auch dann nochmal reintun in den Artikel, den ich hier zugespielt bekommen habe, von der Seite, wo also da alles Mögliche auch unternommen wird, um Herrn Ralf Wachsmuth zu helfen. Jetzt kann mir zu Recht jemand sagen, ja, aber das passiert doch überall. Ja, das ist ja das Schlimme. Und das ist mir auch irgendwo klar durch die ganzen vielen Zuschriften, die ich bekomme, dass das also Tagesgeschäft ist, dass tagtäglich passiert, dass diese Nazi-Gesetze, ohne dass die Menschen, die das anwenden, seien es also ja Gerichtsvollzieher oder Gerichte oder sogenannte Gerichte oder Ämter oder wer auch immer, da irgendwie was dagegen unternehmen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, wir können doch nicht sagen, wir sind gegen Faschismus, wir sind gegen nationalsozialistisches Denken, gegen eben alles das, was uns Schaden gebracht hat in der Vergangenheit. Und dann wird es munter weiter angewandt. Also wo sind wir hier denn? Ja, das kann einfach nicht gehen. Und hier muss man einfach mit unterstützen. Und ich denke, da sollte also jeder seinen Teil dazu beitragen und da mitmachen. Ja, und ich würde auch sagen, wir bitten auch noch Menschen, die also da Zeit und Möglichkeit sehen, dorthin zu fahren, das zu tun, eben nach Löhne, und die entsprechende Adresse und so weiter findet man hier auch bei mir unter den Links zur Sendungen zur heutigen Veranstaltung hier. Da kann man sich das alles durchlesen.
wer nicht sicher ist, wo was ist, der kann mich auch anmailen und sagen, ich würde ja gerne hingehen. Und wie gesagt, es geht hier um den Ort Löhne, L-Ö-H-N-E, am Donnerstag, den 15.05. morgens schon relativ früh. Also ich glaube, sollte man vielleicht ab 8:30 schon dort sein können. Mit der Adresse und so, das ist alles da mit drin, in den Informationen, die dann da hier jetzt in den Links mit drin stecken. Ja, und wer also für uns dort vor Ort dann als Pressevertreter sich einsetzen möchte, kann sich mit mir in Verbindung setzen unter entweder radio@wakeness.net oder redaktion@wakeness.net, dann um weiteres zu besprechen. Ja, okay. Herzlichen Dank dafür und wir müssen einfach helfen, wo wir können. Und es kann nicht angehen, dass Grund- und Menschenrechte hier weiterhin verletzt werden von denjenigen, die da eigentlich dafür sorgen sollten, dass das eingehalten wird. Und da lassen wir uns auch nicht von irgendwelchen Leuten da irritieren, die sagen, die sich nicht ausweisen wollen, die ihre Amtlichkeit nicht nachweisen wollen, die dann damit eigentlich auch zugeben, dass sie sich gar nicht für diese Grund- und Menschenrechte einsetzen können, weil sie gar nicht befugt sind dazu. Und deswegen auch die Fragen, wenn also Behördenmitarbeiter und Behörde ist, kann vieles sein, dort auftauchen, dann müssen die sich ausweisen können. Ja? Und das kann man dort auch erfragen. Und man kann auch hier bei mir auf der Seite, da haben wir sehr viele solche Dinge gesammelt mit wakeness.net und dann Download-Dokumente, kann man sich da vieles auch heraussuchen, auch wie man eventuell vorgehen kann, wie man Grund- und Menschenrechte schützen kann, indem man nämlich einfach den Leuten sagt, wenn du meine Grund- und Menschenrechte verletzt, dann gehst du mit mir eine Vereinbarung ein. Und das basiert alles eben auf dem bürgerlichen Gesetzbuch, Paragraph 823 oder auch 839, je nachdem, wo diese dann einfach in die Verpflichtung, die persönliche Haftung genommen werden, wenn irgendetwas geschieht. Und da darf man sich nicht irritieren lassen. Man kann sich diese Zettel personifizieren und kann die ausdrucken, kann die in der Tasche dabei haben und kann die diesen Personen dann in die Hand drücken und sagen, lies dir das durch, willst du das wirklich machen? Na, schreibst du mir deinen Namen auf, schicke ich dir die Rechnung. Na, oder? Also, das ist ganz wichtig. Das hat auch ein bisschen mit der Zivilcourage zu tun, über die wir heute reden wollen, weil wir müssen anfangen, uns zu wehren. Ganz friedlich, natürlich. Und ganz auf gültiger Rechtsbasis. Auf gültiger Rechtsbasis. Nicht auf irgendwelchen Meinungen von irgendwelchen Leuten, die meinen, sie wären alles, sie hätten alles unter einem Hut, sie wären Gesetzgeber, derjenige, der also dann auch das Gesetz umsetzt in der Judikative und dann nachher auch noch vielleicht selber den Gummiknüppel rausholt, um das dann auch noch exekutiv umzusetzen. So, das geht nicht. Das ist eben das, was wir nicht wollen. Das ist Faschismus und das ist Tyrannei und das erinnert an die NS-Zeit, an die nationalsozialistische Zeit während des sogenannten Dritten Reiches. Und das wollen wir doch alle nicht. Ne? Das war aber nicht nur dort so. Es gab auch andere Regionen, wo das der Fall war. Ne? Okay, also das wollte ich nur noch mal sagen. Das ist wichtig, dass wir hier auch Menschen das Gefühl geben, dass wir also mitmachen und uns das nicht gefallen lassen. Einer für alle, alle für einen. Das ist ein Spruch, den man auch hier für diese Sache sehr gut einsetzen kann. Ja, hier schickt mir gerade jemand rein, erstaunliche Zahl, BRD-Spitzenreiter beim YouTube-Sperren. Ja, das kennen wir doch. Ja. Mit der Pressefreiheit ist es in der BRD ganz schlecht bestellt und deswegen müssen wir umso mehr diese Pressefreiheit einfordern und den Leuten klar machen, dass das alles an die Öffentlichkeit kommt, was sie tun. Und es gibt ja nicht nur YouTube, ja, es gibt auch andere Medienmöglichkeiten und die werden wir alle beinhart ausnutzen. Das ist gar keine Frage. Die haben sich an Grund- und Menschenrechte zu halten, ob sie wollen oder nicht. Wenn sie sagen, das machen wir nicht, dann werden wir sie dazu friedlich, aber bestimmt auffordern und es anprangern und rügen, wenn das nicht der Fall ist. Oder? Na, weiß nicht, wie das seht. Also hier hat er mir eine Statistik zugesandt,
Und zwar erstaunliche Zahl, 60% der 1000 beliebtesten Videos sind für deutsche Nutzer gesperrt. Selbst der Vatikan oder ein islamisches Land wie Afghanistan kommt nicht auf solch hohe Quoten. Und die Top 10 Länder mit den meisten gesperrten Videos sind, und ich kann nachher die Grafik dann auch mit in die Linkliste hineinkopieren, und zwar an letzter Stelle, also 10, also da geht's noch, einigermaßen, Bermuda. Verschollen im Bermuda-Dreieck sind da die Videos, oder? Dann kommt Afghanistan, dann kommt Kirgisistan, dann kommen die palästinensischen Autonomiegebiete, dann Myanmar, früheres Burma, Grönland, dann Åland, das ist eine finnische autonome Provinz, dann kommt Vatikanstadt und an zweiter Stelle Südsudan und an erster Stelle Bundesrepublik Deutschland. Boah. Das ist also, die Quelle ist opendatacity.de. Das ist ja der Hammer, ne? Okay, nach der auf dem Portal Datenjournalist veröffentlichten Analyse sind in Deutschland bereits mehr als 60% der 1000 beliebtesten YouTube-Videos gesperrt. Selbst im Südsudan sind es nur 15%, im Vatikanstadt lediglich 5%. In vielen Ländern wird der Zugang zu Internetvideos eingeschränkt, weil es dort nach dem Geschmack der Zensoren zu viel nackte Haut zu sehen gibt. Die YouTube-Blockade in Deutschland, so schreibt er hier, hat einen völlig anderen Hintergrund, die zum Google-Konzern gehörende Filme-Plattform sperrt wegen ihres Streits mit der GEMA um Urheberrechte immer mehr Zuschauer aus. Die Verwertungsgesellschaft GEMA vertritt die Interessen von Musikern in Deutschland. Sie wehrt sich dagegen, dass YouTube deren Ausführungen massenhaft und kostenlos im Internet verbreitet. Mann, oh Mann, ja, also es ist schon der Hammer, gell? Also es ist unabhängig davon, was der Grund ist, aber das geht ja wohl nicht, ne? Also da ist das unglaublich. Gut. Ja, und ganz wichtig ist auch noch, wir haben hier so ein paar, wie soll ich sagen, Regeln, ja, vielleicht kann man das so nennen, auch bei Wake News. Weil ich habe ja sehr viele Leute, die mich persönlich anschreiben und persönliche E-Mails zusenden, denen ich dann auch persönlich antworte. Es geht hier nicht um E-Mail-Versendungen, die ich an einen als Info-Mail oder so rausschicke, sondern immer um persönliche E-Mails. Ja, und da habe ich also eine Veröffentlichung gemacht jetzt, weil ich einen Kodex habe. Ja, den kann man übrigens nachlesen bei mir über uns. Ja, bin immer oben auf der Leiste bei Wakeness.net. Ich habe eine öffentliche Rüge ausgesprochen hier erstmalig an eine Frau Birgit Vandenberg, Betreiberin des Blogs kritischsein.de. Das ist hier eine Veröffentlichung, die ich gemacht habe auf meinem Blog vgwakeness.wordpress.com. Und da steht, als freier Journalist und mit dem Betrieb freier Medien habe ich es mir zum Ziel gesetzt, nicht nur offen, mutig und kontrovers zu sein, sondern auch eine in unserer Matrixgesellschaft verloren gegangene Disziplin wieder einzuführen, einen journalistischen Kodex, der den privaten, persönlichen E-Mail- und Schriftverkehr mit Zuhörern, Zusehern, Nutzern meiner oder unserer Medien vertraulich behandelt. Und dazu ist folgender Text eben auf dem Impressumbereich bei mir zu lesen über uns. Hinweis: Wer privaten, persönlichen E-Mail oder Schriftverkehr von mir oder uns ohne meine oder unsere Zustimmung weiterleitet oder veröffentlicht, wird von mir oder uns öffentlich gerügt. Es reicht, dass die von einigen wenigen im Auftrag tätigen Geheimdienste unerlaubt und illegal unseren Brief-, Post-, E-Mail-Verkehr durchwühlen und unsere Telekommunikation ohne unsere Genehmigung abhören, speichern, zweckentfremden. Wir müssen das nicht tun.
Meine Hörer, Zuseher, Nutzer haben Vertrauen in meine Diskretion. Da ist das Bestandteil des journalistischen Kodex, den ich oder wir hier bei Wake News vertreten. Im Zweifel also bitte kurze Anfrage an uns, zum Beispiel redaktion@wakenews.net. Aber offenbar gibt es Leute, die diese Privatsphäre bzw. diesen Kodex nicht akzeptieren bzw. akzeptieren wollen, weil sie meinen, da ja eh alles abgehört, bewacht und gespeichert wird, schert mich die Privatsphäre nicht und veröffentlichen privaten E-Mail-Verkehr ohne Genehmigung. In diesem speziellen Fall handelt es sich um eine E-Mail, die im Kontext einer E-Mail-Unterhaltung mit Frau XYC, so habe ich es genannt, also ich kenne die Person natürlich, die offensichtlich leichtfertig, vielleicht weil sie dieser Person vertraute, meine E-Mail an diese weiterleitete, statt, wie ich es tun würde, an mich zu wenden, um Informationen dazu anzufragen, stellte sie, eben Frau Birgit van den Berg, Betreiberin eines Blogs namens kritischsein.de, diverse Fragen an mich mit großem Verteiler an Menschen, Personen, Firmen, die ich zum Teil gar nicht kenne, und hängte meine persönliche E-Mail an Frau XYC eben daran und verletzte damit nicht nur meinen journalistischen Kodex, sondern nebenbei auch diverse Gesetze und den Datenschutz, je nachdem, welche man davon akzeptiert, welche nicht, da es sich um eine internationale Angelegenheit handelt. Ja, ich habe da mal das Beispiel da aufgezeigt. Ich will auch nicht zu viel Zeit und Energie damit verwenden. Ich wollte es nur noch mal darauf hinweisen. In diesem Fall eben hatte aber ja die Frau, mit der ich also persönlich korrespondierte, Glück, dass es sich eben nicht um eine vertrauliche, persönliche Darstellung oder Information handelte, aber beim nächsten Mal, ja, kommt das vielleicht auch. Daher habe ich in meinem sehr ausführlichen Antwortschreiben an diejenige, die das also an die große Glocke gehängt hatte, mit Fragen, hatte ich das also sehr ausführlich beantwortet mit juristischen Inhalten, deren Inhalt sie aber offensichtlich nicht verarbeiten konnte, ne? Da zu viel juristischer Text darin enthalten sei, aber es ging ja gerade um Juristisches, ne? Und der habe ich dann geantwortet mit dem Vermerk, Sie haben eine E-Mail angehängt, die ich jemandem persönlich zusandte, dem ich keine Erlaubnis erteilte, diese weiterzuleiten. Nichtsdestotrotz steht darin genau das drin, was ausführlich weiter oben zu lesen ist, in dieser umfangreichen Antwort, weshalb Sie diese Anfrage sowie meine private Ursprungs-E-Mail an zig andere Empfänger in CC gesandt haben, erschließt sich mir nicht, daher bitte ich dazu Ihre Antwort, die ich dann in meinen Medien gerne veröffentliche. Und es erfolgte eine Antwort, die mich nun bewogen hat, von derlei Umgang mit Verteilung privater E-Mails zu warnen und natürlich auch vor solchen Leuten und Blogs, die dies tun. Denn es geht nicht wirklich um die Klärung von Sachfragen, sondern um Provokation, vielleicht im Auftrag des Systems, das sich dem Ende neigt. Könnte es nun sein. Daher habe ich also beschlossen, mit dem Prinzip der öffentlichen Rüge in diesem Fall zu beginnen. Gern stelle ich anonymisierten E-Mail-Verkehr demjenigen zur Verfügung, der nähere Informationen dazu haben will. Bei Anfragen bitte unter redaktion@wakeness.net. Sollte die Person jetzt da anfangen, jetzt eine eigene Schmutzkampagne dann gegen mich zu starten, dann behalte ich mir vor, da eventuell auch noch drauf zu reagieren. Also ich spreche allen Lesern, Zuhörern und so eine Warnung aus vor leichtfertiger Übersendung von E-Mail und Schriftverkehr mit persönlichem Hintergrund. Das heißt nicht, dass man nicht, Informationsmails, die bewusst und gezielt zur Information herausgesandt wird, verteilen kann. Oder wie in dem Fall jetzt mit meiner Presseanfrage wegen der Sache in Löhne mit Herrn Ralf Wachsmuth, wo ich dann also darüber informierte, die entsprechenden Menschen dort, und dann gesagt habe, aber bitte warten mit der Verteilung, und ich gebe die dann zur Verteilung frei, weil ich das ja auch darin in dem Schreiben an die angekündigt habe, dass ich das veröffentlicht werde, wenn ich es veröffentlicht habe. Und ab dann erst haben die das dann auch weitergeleitet, ja, und weiter verteilt, und das war ja auch in Ordnung so. Ja, also wie gesagt, nochmal aufpassen, eben nicht einfach leichtfertig irgendjemandem was zuschicken, was persönlichen Charakter hat. Immer dran denken,
ob man sich damit nicht vielleicht selbst ein Beinchen stellt, wenn dann nachher Dinge im Netz herumgeistern, die man nicht will, dass sie herumgeistern. Es reicht ja, wenn uns die alle abhören und illegal übrigens. Ja, ich akzeptiere das nicht. Aber wir müssen erst das System wegkriegen, bevor also wir da eingreifen können. Und das müssen wir friedlich und ordentlich machen und wird uns auch gelingen. Gut. Ja, also ich denke, es ist mal einmal wichtig, dass man darüber mal gesprochen hat. Wir müssen den Mund aufmachen, wir dürfen nicht schweigen, aber wir müssen es natürlich auf eine Art und Weise machen, die okay ist. Und wenn wir selber uns nicht an Datenschutz und gültiges Recht oder Umgangsformen halten, einen Kodex halten, den wir eigentlich auch verlangen, dass man so mit uns umgeht, ja, dann können wir auch anderen kein Beispiel sein, ne? Oder? Ja, das war vielleicht mal dazu. Auch noch eine kleine Ergänzung. Denke, dass das auch wichtig ist, darüber mal zu sprechen. Ja, und ihr könnt mir jetzt auch noch wieder weiter eure Infos reinsenden unter radio@wakenews.net. Ja, und ja, wir wissen, dass also die Angelegenheit dort in der Ukraine weiter brennt und brenzlig ist. Aber nicht nur da, das ist ja nur der, wo die Medien drüber schreiben, weil sie eben den einen Feind aufbauen wollen, nämlich in diesem Fall Russland, der in die Köpfe der Leute rein soll, damit die kriegswillig werden. Aber wir wissen längst, dass dort also genauso vorgegangen wird wie in allen anderen Kriegsorten, die wir jetzt seit Ende des Zweiten Weltkrieges oder seit der Beendigung der Kriegshandlung, ja, besser gesagt, schon feststellen konnten. Das ging ja gleich munter weiter nach den Kriegshandlungen dort im Fernen Osten, in Korea und Vietnam und so weiter, wo wir auch wissen, dass das alles fingierte Geschichten waren, um den Krieg am Laufen zu halten. Ja, und dasselbe passiert ja mehr oder weniger verdeckt und unberichtet in Afrika. In Afrika ist es genauso, dass die Söldner und die Militärs des Westens, eigentlich müsste man sagen der Bankster, weil wir wissen, es gibt dieses West-Ost eigentlich nicht. Es gibt eigentlich nur das Ziel der neuen Weltordnung, nämlich die globale Regierung, die globale Tyrannei einzuführen. Und da werden erstmal Regionen aufgebaut. Wir kennen das aus dem Roman 1984, wie das dann in etwa aussehen soll. Und das war schon relativ akkurat, was dort der George Orwell geschrieben hat, weil er war ja auch ein Insider, er kannte die Pläne ja. Und hat das dann in Romanform wiedergegeben für uns als Warnung natürlich. Aber das haben natürlich sehr viele einfach nur so als, ja, ne, schau mal, das ist halt ein Film. Ne? Dadurch wird uns natürlich auch der Sand immer in die Augen gestreut, weil wir denken, das ist nur Fiktion. Ne? Und aber es ist Realität und da sehen wir, wie es läuft. Das ist das, was in der Matrix abgeht. Und da sollten wir uns darüber im Klaren sein. Ja, und insofern müssen wir also hier sehen, es ist im Laufen auch natürlich hier bei in Afrika. Wir haben das hier gerade mitbekommen. Das wurde jetzt vor allem in den USA besonders durch Michael Obama ausgereizt, das Thema, nämlich Boko Haram. Ihr habt das vielleicht mitbekommen, wo also Mädchen, christliche Mädchen, junge Frauen abhanden gekommen sind, gestohlen wurden, geraubt wurden von dieser Boko Haram Institution. Und nicht erwähnt wird, dass es natürlich nicht nur um Mädchen und Frauen ging, sondern also jede Menge andere Kinder und junge Menschen also dort auch verschwunden sein sollen und auch sehr viele dort getötet worden sein sollen. Ich sage das immer etwas vorsichtig, weil wir nicht eben allen diesen Berichten trauen dürfen. Aber jetzt kam eben raus und das ist auch wieder etwas, wo wir sagen müssen, wir müssen eigentlich immer, wenn etwas in den Matrix-Medien berichtet wird, davon ausgehen, dass das irgendeinen besonderen Hintergrund hat, weshalb das berichtet wird.
Und das ist vielen Menschen noch gar nicht klar. Die vertrauen immer noch blindlings den Matrix- und Massenmedien, indem sie sich vor die Glotze setzen und sagen, ja, aber ich schaue nur besondere Sendungen. Ne? Ja, aber auch diese ganz besonderen Sendungen haben ihren Zweck und deswegen sollten wir da immer ein bisschen vorsichtig sein. Man muss also mehr. Man darf von mir aus ja gerne auch noch Matrix-Medien konsumieren. Ja? Ich tue es gelegentlich auch. Einfach um auch mal zu sehen, was dort alles im Moment gerade läuft. Aber ich bin überwiegend woanders unterwegs und im Internet findet man einfach alles. Ne? Kann man alles heraussuchen, aber auch da muss man jede Information auf den Zahn fühlen. Ich bringe auch nicht alles. Es hat sich auch vieles an tollen Meldungen dann nachher später als Hoax, also als Spaß herausgestellt oder als bewusste Täuschung. Aber hier ist jetzt sehr klar zum Ausdruck gekommen, dass Boko Haram nichts anderes ist als eine Organisation, die wiederum zu dem sogenannten Terrornetzwerk von Al-Qaida oder wir sagen ja Al-CIA da gehört, also einer dieser Arme ist. Und dass die speziell für Hillary Clinton gearbeitet haben, als die im Außenministerium der USA tätig war. Hier gibt es eine Menge Dokumente, alles liegt auf dem Tisch. Das heißt, diese Leute werden also mit Waffenausbildung und Kohle versorgt durch die USA. Und die USA ist eine Corporation und diese Corporation gehört dem Bankster. Ja, ob wir das nun hören wollen oder nicht, es ist so. Viele sind noch verhaftet in diesem Nationaldenken. Die sehen die Amerikaner noch als eine, oder die Amerikaner nicht, sondern die USA als eine Nation. Das ist aber nicht so. Das ist eine Firma. Die meisten Länder, wenn nicht alle, oder die sogenannten Nationen, sind Firmen, weil sie seit langer Zeit umstrukturiert wurden als solche. Ich will da jetzt nicht tief drauf eingehen, aber jeder kann das nachrecherchieren. Ja, hin und wieder kommt das ja zum Vorschein. Deswegen dürfen wir uns auch nicht wundern, dass der Bundesrat in der Schweiz in Bern eine Firma ist. Wir dürfen uns nicht wundern, dass die ganze BRID im Firmengeflecht ist. Wir dürfen uns nicht wundern, dass die US Corporation da ist und so weiter und so weiter. Gehen wir nach Belgien, dass jedes einzelne Amt in Anführungszeichen eine Firma, ja, die Polizei genau eine Firma, da wie, was weiß ich, alle möglichen sogenannten Ministerien, gehen nochmal rein. Gerichte und was weiß ich, also alles, na, muss geprüft werden. Und das ist ja auch durch die Aktion des OPPT, wer das mal nachrecherchieren will, bereits getan worden, wo die Leute diesen ganzen Regierungen ja auf den Zahlen gefühlt haben, diese Anfragen gestartet haben, um dann eben diese, ja, nicht nur bloßzustellen, sondern zu entmachten finanziell. Aber das geht natürlich nur umzusetzen, wenn alle mitmachen, sonst haut das nicht hin. Ne? Okay. Ja, und deswegen darf das auch nicht erstaunen, dass man so eine Schlagzeile liest wie neutrale Staaten. Ja, neutrale Staaten. Neutralität heißt, sie gehören keinem Machtbündnis hinzu und sie führen keine Kriege. Neutrale Staaten Schweiz und Österreich nehmen an den NWO-NATO-Kriegsspielen JORTEX 2014 teil. Also, da bist du einfach, da legst du ihn nieder, gell? Ich meine, da müssen doch die Österreicher und die Schweizer einfach mal hinten die Haxen mal hochkriegen und dann mal protestieren dagegen. Kann doch nicht sein, dass du in einem neutralen Land wohnst und die Leute mischen da überall in den Kriegen mit. Mehr oder weniger verdeckt, aber hier ganz offen. Ich meine, dass hier in der Schweiz auch schon Skandale gab mit CIA, da waren ja CIA-Leute sogar in irgendwie bei den Regierungen geparkt oder in der Verwaltung oder als Berater oder wie auch immer. Und dann wurden auch Flüge genehmigt von vermeintlichen Terrorgefangenen, die hier dann zwischen oder landen oder drüber fliegen durften und so weiter. Das hat doch nichts mehr mit Neutralität zu tun. Oder hier, wo wir von Österreich sprechen, wo wir dann gesehen haben, wie da die zügeweise Panzer und Kriegsgerät da durch Wien gefahren wird. Und zwar nicht österreichisches Militär. Das kann es doch nicht sein. Ja, und da steht hier, also erschienen war das hier bei neues Weltbild.
Bild.net mit der Überschrift Österreich und die Schweiz nehmen an Kriegsspielen, also Großmanöver der NATO teil. Das ist unglaublich. Ich zitiere das dann ganz kurz, weil es ist schon wichtig, dass wir das einfach auch nochmal hier für uns verdauen. Ja. Kriegsübungen mit bisher neutralen Staaten in der Mitte Europas, die Schweiz und auch das angeblich neutrale Österreich nehmen an den größten internationalen militärischen Übungen von Luftwaffe, Heer und Marine in Europa seit den 80er Jahren teil. Dieses Großmanöver läuft unter dem Namen GORTEX 2014. Knapp 4200 Soldaten sind daran beteiligt, davon 800 aus 11 Partnernationen von den Niederlanden über Finnland, Griechenland, Österreich, Schweiz und Türkei bis zu den USA. Dieses Manöver dürfte auch ein Grund für die massiven Transporte von Kriegsgeräten sein, welche in den letzten Wochen immer wieder von beunruhigten Bürgern auf Social Media Portalen, also Facebook, Twitter und so weiter, gemeldet wurden. Warum man gerade jetzt zu einem Zeitpunkt, an dem die katastrophale Lage in der Ukraine alle anderen Meldungen in den Nachrichten überschatten, ein solch großes Manöver durchführt, kann nur an der Unfähigkeit der zuständigen Politiker liegen. So nebenbei wurde jetzt auch von westlichen Medien darüber berichtet, dass der berüchtigte amerikanische Söldnerkonzern Academy, das war nämlich früher Blackwater, die wechseln die Namen wie Rothschild, ne? Einfach um sich zu verdecken, um sich mal zu denken, oh, wie ist das denn hier, das kennen wir gar nicht, von der faschistischen Regierung in der Ukraine angeheuert wurde, mit welchem Geld wohl, um sich mit hunderten Söldnern für deren Interessen einzusetzen. Berichte und Videos von RT, ja, wurden hingegen vor Monaten als reine russische Propaganda abgetan. Ja, die hatten ja schon rechtzeitig darüber informiert. Die haben natürlich ihre Geheimdienste, ist ja auch ein Staatsmedium, da natürlich überall vor Ort, ist ja klar, oder? Ja, und diese Gangstertruppe im Bankster-Auftrag, die Führungs- und Abteilungsleiter mit den Leutchen, die sie dann da draußen instruieren, um diese Sachen umzusetzen, wäre natürlich geschmiert mit allen möglichen, ja, nicht nur Kohle, sondern auch was weiß ich. Nämlich das NWO-Bankster Bilderberger Schreckensmeeting. Ja, findet also statt in Dänemark. Die dänische Polizei bestätigt das Bilderberger-Treffen im Kopenhagener Marriott Hotel ab dem 29. Mai 2014. Es kam also beim Cop Online und hatte es auch schon vorher in anderen englischsprachigen Medien gelesen. Wollte aber auch noch abwarten, bis es hier wirklich sicher ist. Und danke für die Zusendung immer, ne, an alle, die mir da also solche Links auch zusenden. Ich kann ja gar nicht alles selber sehen, finden. Ne? Die Bilderberger Konferenz 2014, das Geheimnis umwitterte Treffen, so zitiere ich aus dem Artikel, globaler Entscheidungsträger, findet in Kopenhagen im Marriott Hotel statt. Das hat die dänische Polizei bestätigt, sind also mit im Boot, ne? Oder? Im Vorfeld hatte es Zweifel gegeben, ob das Fünf-Sterne-Hotel tatsächlich Ausrichter des diesjährigen Geheimplausches sein würde, weil es zentral und nahe einer geschäftigen Straße liegt. Nun haben die Behörden aber bestätigt, dass die Bilderberger sich dort vom 30. Mai, so ist es, bis zum 1. Juni versammeln werden. Demonstranten stellt die Polizei einen großen Parkplatz gegenüber dem Hotel zur Verfügung. Auch die Einsatzzentrale der Polizei wird in der Nähe untergebracht sein, sodass die Gesetzeshüter die Demonstranten im Blick halten können und der Gummiknüppel nicht weit weg ist. Ah, oder? Das habe ich jetzt zugesagt. Ne? Okay. Ja, und ich will das nicht alles vorlesen, könnt ihr nachlesen. Da hoffen wir dann natürlich wieder auf klasse Berichte. Vielleicht sogar jemand von uns mit dort vor Ort in der Lage, etwas davon zu berichten. Also nicht von Wake News, sondern von der United We Strike Radio Initiative. Schauen wir mal. Ja, und wie gesagt, also, da wird munter gekillt schon in der Ukraine. Das ist wird überall berichtet. Da gibt es also verschiedenste gräuliche Aufnahmen, Fotos und so, die ich gar nicht einmal beschreiben mag.
die also uns da zugespielt werden. Man muss natürlich immer auch etwas vorsichtig sein mit jeder Zusendung, weil wir wissen, dass das ja auch gezielt teilweise manipuliert wird. Ja? Ne? So ist das. Da müssen wir auch gucken. Ja, also es ist nicht einfach, alles in den Griff zu kriegen. Und wir müssen immer aufpassen, dass wir nicht unterwandert werden oder nicht in die falsche Richtung gelenkt und geleitet werden. Aber das ist bei uns schon sehr viel schwieriger, als das vielleicht noch bei allen denen ist, die immer noch alles glauben, was aus der Flimmerkiste kommt. Ja, und so weiter. Jetzt kriege ich gerade noch eine Zusendung. Lese ich noch schnell vor der kleinen Pause, die wir uns gleich gönnen, oder? Noch ein bisschen Geduld. Hier hört eigentlich die Ole zu. Ist die eigentlich auch da? Gar nicht gesehen hier. Wollte ich eine E-Mail zuschicken, aber das funktioniert nicht. Vielleicht kann sie mir da nochmal ihre E-Mail-Adresse zusenden, ne? Wenn sie zuhört, ja. Okay, also die ich hatte, die funktioniert irgendwie nicht oder keine Ahnung warum. Moment, Kaffee müssen wir noch einen Moment da warten. Ne? Also hier hat mir jemand was zugeschickt. Ohne Blatt vor dem Mund, mehr als 3 Jahre. Hallo Detlef, hallo liebe Aufgewachte. Und hat mir ein Bildchen dazu gesandt. Weiß nicht von wo das stammt, aber ein sehr richtiges, nämlich da steht ein voll ausgerüsteter, also ist eine Karikatur, ne, Zeichnung, oliv gekleideter Soldat mit Helm und so weiter an der Wand gelehnt, seine Knarre rechts daneben geöffnet, sodass er damit nicht knallen kann. Und dann ist eine Art Schulmädchen, ja, so mit Zöpfchen und so ein rosa Kleidchen. Und die tastet ihn ab, ob er irgendwas dabei hat, was eventuell irgendwie schädlich sein könnte. Das ist lustig gemacht. Vielleicht kann ich das auch noch irgendwie mitverwerten. Weiß ich nicht. Vielleicht dann später im Video. Und er schreibt hier, als langjähriger Zuhörer deiner Sendung möchte ich diesen Text allen widmen, die gerade zuhören. Anlass dieser Intervention ist das Auftreten von Trollen und Streitereien, wie sie eigentlich nicht sein müssen, in Klammern beispielsweise im Informationskrieg, weil die Information wichtig ist und alle beim Leben betrifft. Wir alle wissen, dass auch heute wieder Zuhörer unter uns sind, die beruflich beiwohnen sollen, ohne moralische Urteile fällen zu dürfen. Sie sind beauftragt, wichtige Informationen aus dem Chat der Sendung zu streichen. Ich möchte hier keine Nicknamen oder Bezeichnungen hinterlassen, die auf Personen schließen. Wir alle sind Menschen, können uns Namen geben und brauchen keine Zielgruppe. Mein Name ist nicht Ken. Im Chat zur Sendung erklärte man mir, dass es für diesen kleinen Chat einen sogenannten Kondensator geben soll. Unnötige Informationen und durch Reizworte erkannte unnötige Informationen verschwinden, schwupps, wie sie aufgetaucht waren. Da man Sachen unterschrieben auch gut weitergeben konnte, bleibt nun die Frage, wie ein Programm oder Kondensator herausfinden soll, wann man Sachverhalte umschreibt oder Metaphern verwendet, die Sachverhalte widerspiegeln. Den fühlbaren Vergleich oder die moralische Auffassungsgabe liegt noch nicht in der Macht von Maschinen. Da sollte es auch bleiben, abgesehen von unseren Zuhörern, die moralisch nicht urteilen wollen, gerade weil sie das nicht dürfen und blind ihren Befehl befolgen. Sie sollten sich klar werden, dass ihnen von der Welt viel verloren geht und vorenthalten wird. Die Wertschätzung des eigenen Lebens war nur in der Moral zu finden. Auch jeder Schlapphut kennt den Auswurf, in Anführungszeichen, und die Moral von der Geschichte. Wahrscheinlich, weil jeder, in Anführungszeichen, für sich aufwerten wollte, warum er lebte. Und darüber schrieb ja auch schon Adolf Hitler. Er nannte es vernünftig, bis zum Ende zu leben, ohne zu wissen, wofür. Er nannte es Pflichterfüllung, einen Kampf. Und wir haben doch aus der Geschichte gelernt, oder? Dann bleibt hier nur zu erwähnen, dass es nicht nutzt, die Informationen auf Morgellons in NRW zu löschen. Vielleicht ist es gar wichtig oder sogar wichtig zu wissen, dass sie auf Musik reagieren. Liebe Grüße an alle Aufgewachten. Helft mal mit herauszufinden, warum Soldaten, die mit Black Go in Berührung kamen, nicht mehr auf Mitmenschen schießen können oder Black Goo vielleicht, ne? Also, liebe Frieden und nicht nur montags, ne? Nee, das ist klar. Also Montagsdemo ist ja auch nur eine, ja, Sache, damit die Leute mal aufmerksam werden. Ne? Die muss man jeden Tag machen, ne? Wir machen es ja auch jeden Tag.
Oder? Klasse. Für diese Zusendung, ja, also ich weiß nicht, wenn du den Chat hier bei uns meinst, bei United Strike Chat oder hier Witness Chat, kann sein, dass da irgendwelche Dinge gelöscht werden, nicht von mir gelöscht werden. Ich lösche manchmal auch welche, wo ich das Gefühl habe, der hat, will hier nur Platz verschwenden. Ne? Hat einer mal so welche da Zeichnungen da reingemacht, die keinen Sinn ergaben, das unglaublich viel Platz wegnimmt, dann habe ich das mal gelöscht. Oder eben solche Troll-Kommentare, die da irgendwelche Leute misskreditieren, wenn ich es sehe rechtzeitig, dann lösche ich sowas. Aber alles andere lasse ich eigentlich drin, sofern es nicht gegen gültige Rechte und gegen die Vorgaben, die ich oben formuliert habe, verstoßen. Ja, da steht nämlich drin, auch hier gibt's Regeln, keine Diffamierung, Beschimpfung, Herabsetzung, Falschbehauptung, Stänkereien zum Zweck der Diffamierung, Verstöße gegen geltendes, ich müsste eigentlich gültiges Recht reinschreiben, werden nicht toleriert, keine rassistischen und gewaltverherrlichenden rechtswidrigen Aussagen und Postings, solche Art Beiträge und Verfasser werden kommentarlos gelöscht. Ja, okay. Ja, Leutchen, aber eigentlich ist das relativ selten, muss ich sagen, also ist gar nicht so häufig. Mir zumindest nicht so aufgefallen, dass das hier der Fall ist. Okay. Bei YouTube gibt es das manchmal. Ne? Da kommen so Leutchen, die haben sich ein einziges Mal oder überhaupt das erste Mal angemeldet und posten dann unter dem Video 20, 30 Sachen, wo ich dann teilweise sagen muss, jetzt überschreitest du die Linie und dann nachher löschen die sich selber wieder raus. Also ich weiß nicht, warum die das dann machen. Das ist mir nicht ganz klar. Kennen sich vielleicht auch mit diesen ganzen Sachen nicht so richtig aus. Weiß ich nicht. Okay. Wir gehen jetzt mal in eine kleine Kaffeepause, oder? Und zwar hören wir jetzt hier von Max Eigen, Hand of the Common Man. Und da sehen wir uns gleich wieder nach dieser Pause. Wird hochspannend. Sendet mir eure Infos, Kommentare, Ansichten und was weiß ich zu unter radio@wakenews.net. Wakenews Radio. Bis gleich. IC Radio Network and UWS strongly promote the use of grassroots patriot music. Please drop us a line and we'll play your music. We'll be right back.
Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dimps und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Ja, also Detlef wieder zurück hier aus der kleinen Café- oder Erholungspause. Haha, von den schwerwiegenden Themen, die wir hier doch wälzen bei uns in der Sendung bei Wake News Radio, Wake News TV. Wir sind heute am 13.05.2014, der zweiten Stunde der heutigen Sendung. Ja, und das Thema ist und lautet: Wir dürfen nicht schweigen. Ja, und was damit auf sich hat, das haben wir eigentlich auch schon in der ersten Stunde so ziemlich gut umrissen. Ja, und wir wollen jetzt hier weitermachen in der zweiten Stunde und ich biete euch das an, hier eure Informationen, Fragen, Kommentare reinzusenden unter radio@wakenews.net. Ja, und da ist auch vieles da. Schauen wir mal, was wir davon alles noch reinnehmen können. Muss auch irgendwie ein bisschen passen, oder? Ja. Okay. Ja, wir sind ja in einem Informationskrieg, wenn man so will. Und das ist vielen Menschen noch gar nicht bewusst, dass das so ist. Und aus dem Grund müssen wir das manchmal mehr bekannt machen. Viele fragen sich und stellen sich die Fragen, was ist da eigentlich los? Warum passiert das? Und es wird ja nicht berichtet. Also weiß man voneinander nicht, weiß man untereinander nicht und fällt dann mit einmal aber der Groschen, wenn ganz viele Informationen auftauchen mit ganz demselben Verhaltensmuster. Hier zum Beispiel, alles was im Rahmen der Agenda 21 abläuft, dass nämlich die sogenannten Regierungen und Behörden in den Auftrag haben, die Agenda 21 umzusetzen. Und diese Agenda 21 hat nichts mit Volkeswillen zu tun, also egal welches Volk, ja, sondern das wurde irgendwann von den Mächtigen entschieden, Bankster oder Dims gesteuert, die dominante irrsinnige Minorität hinter allen steckt, denen alles sozusagen gehört, die sich alles eingeheimst haben und dieses Schuldgeldsystem kontrollieren. Die also ihre Ziele, nämlich die neue Weltordnung, mittels zum Beispiel einer solchen Maßgabe wie Agenda 21 umsetzen wollen. Und das ist verdeckt. Das ist also kein offener Krieg, sondern das sind Maßnahmen, Dinge, die ablaufen und die einzelnen Mitarbeiter, die es umsetzen, wissen es nicht mal. Die wissen nur einen kleinen Bruchteil oder haben nur wenige davon wirklich umfassend Kenntnis oder haben auch kein Interesse, sich damit zu beschäftigen. Wir sagen, ich arbeite, hier kriege ich meine Kohle und dann gehe ich nach Hause und dann mache ich mein Hobby, ne? Und dann warte ich, bis ich pensioniert bin. Wo der Lebensinhalt also arbeiten, Kohle verdienen und Hobby und Pension ist. Ne? Und dann kriegen sie aber nicht mit, dass sie die Pension auch nicht lange haben werden, weil die genauso vergiftet und massakriert werden wie alle anderen auch. Ne? Und die Kohle, die Rente, Pension, wie immer das Ding heißt, soll ja auch nicht wirklich gezahlt werden. Ne? Oder? Gut. Das Erste, ja, was dieses neue Regime da in der Ukraine, diese Interimsregierung, die sich selbst ernannt hat nach dem Putsch, ist ja gar nicht ordentlich gewählt worden bislang, gemacht hat, ist nämlich erstmal die Rentenkürzung. Denn der neue Boss dort, der Interimspräsident, ist ein Ex-Bankster, jawohl, der war der Leiter der sogenannten privaten Nationalbank in der Ukraine, jawohl, ein Rothschuld-Abkömmling, ja, also Abkömmling weiß ich nicht, auf jeden Fall, aber einer, der von dort kontrolliert wird, ja, ja, wer sich da mal so ein bisschen schlau macht, und alle diese sogenannten Regierungen sind alle davon abhängig, jedes Land, jede Nation, die also das westliche oder ja, vielleicht gibt es das auch im östlichen, das Schuldgeldsystem hat, sind abhängig von Rothschild und Co., von den Dims. Ja? Deshalb ist ja auch, ich habe ja mal so einen Song hier veröffentlicht bekommen durch den Aufgewachten, der das geschrieben hat, Schuldgeld, weil wir es zulassen. Ja, wir wurden ja nicht um Genehmigung gefragt. Und das ist das Mega-Kontrollinstrument und damit wird das System aufrechterhalten. Ne? Und ich könnte das also aus dem Unendlichen schöpfen.
wie sie gerade Lust haben, solange das akzeptiert wird. Ne? Und wenn natürlich Nationen oder andere bestimmte Länder, die noch als solche vielleicht zu bezeichnen sind, anfangen, sich gegen das Schuldgeld auszusprechen, das nicht mehr zu akzeptieren oder zu hinterfragen, weil die kennen natürlich, die wissen ja, wie das funktioniert. Ne? Also die, die uns erzählen, dass es anders ist, die wissen aber trotzdem insgeheim alle Bescheid. Zumindest alle, die bei Bilderberger und Co. waren. Und da waren die meisten führenden Politiker, ne? Waren da ja schon, die also irgendwelche Aufgaben bekamen. Ja. So, also das ist also wichtig, dass wir das kapieren und dass wir das den Leuten auch, wir wissen das, ne? Ich sage das immer so, als wie wenn hier die Zuhörer keine Ahnung hätten. Das ist ja nicht so. Die wissen sehr, sehr gut und sehr viel Bescheid. Manche sind da sogar echte Profis in vielerlei Hinsicht. Aber wir wollen das ja weitertragen. Wir wollen die Informationen an andere weiterleiten und denen muss man das dann auch schon mal sagen, dass sie sich damit mal beschäftigen, oder? Ja, und ganz erschreckend hier, da kam noch eine Meldung aus den USA, nämlich, dass mit einmal in einigen Städten oder Regionen oder Kommunen, wenn man so will, in den USA Obdachlose verschwinden. Ja, waren die vorher noch an den Straßen irgendwo oder an irgendwelchen Plätzen zu finden, waren die mit einmal weg. Und da ist also hier ein Bericht gekommen, in dem Fall hier ist es natürlich auf Englisch, bei The Truth Frequency Radio, da wurde berichtet, dass also hier sogenannte Obdachlose in die sogenannten FEMA-Camps gesteckt werden, bereits in den USA. Es fängt also an, steht dort, diese Leute werden also in Bussen da abtransportiert und die müssen sich da in diesem Gelände aufhalten, die dürfen nicht rein und nicht raus, sondern sie müssen dann danach fragen, sie müssen also alles erfragen, sie sind also quasi im offenen Vollzug, wenn man so will. Das ist also ganz erschreckend, das ist ja das, was die hier auch überall vorhaben, ne, mit uns. Die markieren uns dann, was wir für eine Sorte sind, ne? Ja, wir kriegen dann nachher irgendwie so einen Stempel drauf oder keine Ahnung, Chip eingepflanzt, wer wir sind. Die einen marschieren nach links, die anderen nach rechts, dann werden wir getrennt und dann, je nachdem, ne, wie schwer der Fall ist. Ne? Umerzogen oder es nutzt nichts mehr und so weiter. Gell? Oder gibt es vielleicht noch ein Schild hin, Soylent Green Produktion oder sowas. Ne? Ne? Kennt ihr doch alle hier, die zuhören, wissen doch eh, was da abläuft, oder? Ja, also das ist natürlich schon beunruhigend, wenn man dann solche Meldungen hier bekommt und wir müssen das aufdecken, wir müssen dann darüber sprechen und wir müssen das also laut herausschreien, dass wir das nicht wollen. Und das geht nur friedlich, geht nur mit Wort und Schrift und Auftreten und Persönlichkeit und Zivilcourage und nein, das wollen wir nicht und Aufklärung und so viel wie möglich Menschen mit aufwecken, dass diese sagen gezielt, nein, wir wollen das nicht. Okay, also, das ist wichtig, dass wir da also immer noch mal dran denken. Das ist so also ein bisschen alarmierend, denke ich, oder? Das ist also etwas, was uns aufschrecken sollte, keine Panik und keine Angstattacken erzeugen, sondern uns jetzt darüber im Klaren sein, dass es jetzt losgeht. Ja, es geht los. In 2014 ist es effektiv spürbar, für jeden spürbar losgegangen. Und deswegen müssen wir also unbedingt hier alle mitwirken im Kontext der Aufklärung. Ja, und ich werde natürlich auch alle Informationen zum weiteren Verlauf der Kriegsaktivitäten oder geplanten Aktivitäten und deren Hintergründe immer auf der Wakeness-Seite Weltkrieg 3 mit einfließen lassen. Das ist ganz klar. Da kann man also erkennen. Ich meine, die NATO und die westlichen Kräfte am Volk vorbei, an der Öffentlichkeit vorbei, weil die Matrix-Medien darüber nicht berichten oder wenn, dann nur entweder falsch oder bewusst in eine andere Richtung lenkend. Also ein ungeheuerlicher Truppenaufbau da an der Grenze zu Russland aufgebaut wird. Das heißt,
Es geht dort richtig zur Sache, wenn die dann also irgendwann mal auf den Knopf drücken sollten. Und ich verstehe eines nicht. Und da bin ich selber, also ich meine, ich war selber auch mal im Militärdienst, wenn man so will, als damals gab es die Wehrpflicht und da musste ich da auch antanzen und habe das auch gemacht, das ist natürlich ewige Zeiten her. Und viele natürlich, die da hingehen zum Militär, jetzt heute ist das ja mehr oder mehr auch eine Sache, die man, wozu man sich freiwillig entscheidet, weil man das ja die Wehrpflicht ja eigentlich gar nicht mehr existiert. Das wurde auch bewusst abgeschafft, weil man wollte ja keine kritischen Bürger noch in den eigenen Reihen, die dann auch noch sagen, ey, ne, bist du blöd, warum machst du das denn? Ne? Weil die wussten, die sind ja sowieso nur, ne, und haben eigentlich andere Überlegungen, sind da nur notgedrungen oder gezwungenerweise. Aber die Leute, die da jetzt sind, die tun das, weil sie zum Beispiel ihr Geld verdienen wollen oder weil sie ihnen das Spaß macht da beim Militär. Die man also nicht mehr irgendwie kritisch direkt angehen kann, ja, in den eigenen Reihen. Obwohl, es gibt dort natürlich auch Leute, die Grips haben, die genau Bescheid wissen, was da abgeht und tatsächlich nur so lange dort mitmachen, wie es irgendwie noch gerade erträglich ist. Wenn dann die Schwelle für sie selbst persönlich überschritten würde, dann eventuell auszuscheren, beziehungsweise nicht mehr mitzumachen. Das wissen wir natürlich nicht, weil das hat, da haben wir keine Erfahrung darin, wie das ist, wenn also ganz Europa im Krieg ist. Bis jetzt waren das alles ferne Schlachtfelder irgendwo am Hindukusch in Afghanistan, irgendwo in Afrika oder sonst wo, wo Gefechte waren, wo wir da nichts davon mitgekriegt haben. Wo wir natürlich gesehen haben, dass Leichen zurückkamen, also getötete Soldaten, die Familien haben, Freunde haben, Partner hatten oder haben, die also dann leidvoll erkennen mussten, dass es sich da nicht um einen Spaß handelt. Ja, und man ja nicht einfach nur so leichtes Geld verdient, sondern dass es dort auch darum geht, dass man mit dem eigenen Leben bezahlt. Aber das war natürlich alles ganz fern weg und das war ja eine Friedensmission. Aber hier geht es um Krieg. Hier geht es ja gar nicht um eine Friedensaktion, auch noch nicht mal im Propagandadeutsch, sondern es ist ganz klar hier ein Krieg angesagt. Das kann man überall lesen. Es geht nicht mehr um eine Friedensmission, es geht nur noch um Krieg. Und der Feind ist aufgebaut, zumindest in den Köpfen vieler. Ne? Das sind die bösen Russen, ne, in diesem Fall. Ne? Okay. Also ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, das sind also alles Situationen, die wir in unserer Generation nicht erlebt haben. Es hat keiner von den, also es gibt natürlich vielleicht ein paar ältere Menschen hier unter uns, die also noch sich an Kriegszeiten erinnern, aber die sind im Wesentlichen nicht mehr da. Ja, meistens sind ja schon verstorben, aber wir alle haben gar keine Ahnung, was das heißt mit Krieg. Wir sehen Kriegsfilm und schlürfen dabei einen Kaffee oder sowas oder trinken ein Bier und sagen, ach, das ist ja, ne. Aber wie das wirklich ist vor Ort, wenn das wirklich losgeht, auch mit den Einschränkungen der Freiheiten und der Rechte, die dann natürlich die Regierung auslösen, das hat keiner bis jetzt erfahren. Wir kennen das theoretisch, wir kennen das akademisch, ja, wenn man so will. Wir wissen, was das auf uns zukommen kann. Aber praktisch haben wir das noch nie erfahren. Und deswegen ist das eine besonders gefährliche Situation, weil viele vielleicht der Illusion unterliegen, es handelt sich hier um einen Spaß. Ne? Ich wundere mich immer, dass die Leute da früher so mit Hurra in den Krieg gezogen sind. Man sieht da ja noch alte Aufnahmen, zum Beispiel zum Ersten Weltkrieg, wo die Leute dann sagen, ah, Hurra, endlich Krieg. Und dann zogen sie dann, also ob alle möglichen solchen Kriege hat es ja gegeben, wo die Leute Hurra schrien, weil sie dann sich umbringen lassen durften. Ne? Das haben die natürlich nicht für sich selbst realisiert, dass sie selber dran glauben müssen. Aber ich denke, da müssen wir auch nochmal auf diejenigen einwirken, die zum Beispiel bei diesen ganzen Truppen oder Militär da aktiv sind, ob dass sie da mal drüber nachdenken sollten. Nicht, dass sie selber auch natürlich irgendwo an einer imaginären Front mal dran glauben müssen. Nein, auch zu Hause, dass die Familie, die Freunde, dass das alles mal wieder bombardiert wird, dass das alles in Schutt und Asche geht, dass es Millionen Tote geben kann. Was ist denn
vielleicht gar nicht bewusst. Auch nicht den Piloten, die da jetzt Übungsflüge machen und da irgendwas herumrattern und Bombenabwürfe üben oder was auch immer. Denen muss doch klar sein, dass wenn sie das tun, dass sie, nicht nur sie dran sind, sondern dass es einen Vergeltungsschlag geben wird, den wird es mit Sicherheit geben, der die eigene Familie auslöscht, auslöschen kann. Und deswegen müssen wir da auch nochmal drüber nachdenken und die Leute auch nochmal zum Nachdenken anregen. Natürlich sind solche Veranstaltungen wie die Montagsdemo oder die Friedenswache oder alle anderen gleichgerichteten Aktivitäten richtig. Aufrühren, aufwecken, den Menschen die Konsequenzen aufzeigen, was das heißt, wenn man nicht mehr im Frieden ist. Ja? Und NATO heißt ja nichts anderes, als wenn die dort irgendeine Schlacht beginnen gegen einen Feind, in Anführungszeichen, der also auch mächtig ist, nicht irgendeiner, den sie überfallen, zusammenmöbeln und das war's dann, so wie sie es ja in der Vergangenheit mit kleineren Nationen oder Fleckchen auf der Erde gemacht haben. Nein, einen großen sich aussuchen, einen großen Happen, der also durchaus zurückschlagen kann. Puh, da sollte man also drüber nachdenken, oder? Ja, so, jetzt kommt hier noch was. Hier schreibt jemand Rundfunkbeitrag. Urteil bestätigt neue GEZ-Gebühr, schreibt mir einer hier. Egal, ob jemand tatsächlich ein Rundfunkgerät besitzt oder nicht, derjenige muss zahlen. Die Rechtmäßigkeit der Gebühren zur Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bestätigt jetzt ein höchstrichterliches Urteil, in dem der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz nun die Neuregelung der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks durch die Erhebung von Rundfunkbeiträgen klar als verfassungsgemäß einstuft. das ist ja witzig. Müssen wir mal gucken, ob sie das unterschrieben haben. Ne? Die im Namen des Volkes. Welches Volkes? Fragen wir doch mal. Ne? Malu Dreyer, rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin und Vorsitzende des Rundfunkkommission der Länder, begrüßte das Urteil. Warte mal, Rheinland-Pfalz, das ist doch Mainz, das ist ZDF Headquarter. haben da einige vielleicht ein bisschen nachgeholfen? So. Also begrüße das Urteil. Ich bin froh über die klare Entscheidung, mit der erstmals höchstrichterlich die Verfassungsmäßigkeit des neuen Rundfunkbeitrages bestätigt wurde. Neuer Rundfunkbeitrag. Firmen zahlen durch neue Regelungen deutlich mehr. Ne? die freuen sich. Geklagt hat eine Straßenbaufirma aus Montabaur, die durch die Neuregelung der ehemaligen GEZ-Gebühr seit einiger Zeit erheblich höhere Abgaben zahlen muss, während für Privathaushalte die Wohnung als Anknüpfungspunkt für die Gebührenerhebung gilt, wird für Unternehmen die Anzahl der Betriebsstätten und Fahrzeuge zugrunde gelegt. Firmen mit dichtem Filialnetz oder großem Fahrzeugpark zahlen daher oft höhere Beiträge als zu Zeiten der GEZ-Gebühr. Also da kann man eigentlich nur dazu sagen, die haben also nicht an der richtigen Quelle erstmal geforscht. Nämlich, ob das überhaupt alles seine Richtigkeit hat, diese ganzen Apparate, ob das rheinland-pfälzische Verfassungsgericht überhaupt ein echtes Gericht ist, sollte man vielleicht mal nachfragen, oder? Ja. So, ja, dann kommen ja alle Harzler in Internierungslager, schreibt mir jemand zum Thema FEMA. Das ist dann fast so wie im Mittelalter. Da hatte man zum Beispiel Bettler und Arme auf der Leuchtenburg bei Kala interniert. Ja, da werden sie aber mehr Platz brauchen, denn ich glaube, das sind über 8 Millionen. Ne? Weiß nicht, wo sie die alle hinstecken wollen, aber möglich ist alles. Ne? Weil die sollen ja auch sich melden, wenn sie den Ort verlassen. Die dürfen den Ort gar nicht verlassen. Die sind ja schon im offenen Vollzug. Ne? Ob das jetzt rechtmäßig oder rechtsgültig ist oder auch nicht. Dahingestellt. Eieieiei. Hier kam was. Da wird was, ein Link geschickt hier. pro-nrw.net. Solingen Verleumdungsorgie gegen pro-nrw. Bitte auch die Artikel der letzten Tage verlinken. Die Videos sprechen Bände. Herr Uckermann kam gestern wohl aus dem Knast frei. Er sollte bis August dort bleiben. Woher der Sinneswandel? Was läuft hier ab?
Der KSTA hat gestern ganz kurz einen Artikel reingesetzt. Heute wird schon nicht mehr berichtet. Es ist ungeheuerlich, was hier abläuft. Was war denn da? Das auch nicht alles verfolgt, muss ich sagen. Also Solingen, Verleumdungsurteil gegen Pro-NRW. In der Schlussphase des Wahlkampfs wird dieser immer schmutziger. Man hat sich schon daran gewöhnt, dass Extremisten tagtäglich Pro-NRW Plakate abreißen, zerstören oder gar verbrennen und sich dann auch noch im Internet mit ihren Taten ganz politisch korrekt berüsten. Auch in den Medien werden Schmutzkübel über unsere Partei ausgeschüttet. Hier schreibt, achso, das ist eine Partei, okay, das habe ich nur erfasst, ja. Alles, kann ich mir auch nicht merken. Okay, ja gut, wer sich da weiter informieren will. Ich habe also, ich bin bei Parteien immer außerordentlich vorsichtig, weil wir ja wissen, dass das alles ein bisschen auf tönernen Füßen ist, oder? Ja. Gut, jetzt schauen wir mal weiter. Wir haben natürlich hier ganz viele Meldungen, die ich dann auch nochmal versuche, da herauszufinden. Ja, sind natürlich jetzt schon irrsinnig viel wieder geschehen hier, dass ich also gucken muss. Gibt es zum Beispiel folgende Überblick: Monsanto will von Marihuana-Freigabe profitieren, kam bei Deutsche Wirtschaftsnachrichten. Ich packe die Nachrichten dann auch nachher nochmal rein zum Nachlesen. Dann Verwaltungsgericht in Gießen in der BRID hat erhebliche Zweifel, dass es sich bei den Jobcentern um eine Behörde handelt. Mit Urteil vom 24.02.2014 kam bei nachrichtenspiegel.de. Dann Steuerung des US-Drohnenkriegs via Rammstein. Wir wissen, das ist die US-amerikanische Basis. Bundesregierung findet das nicht schlimm und verzichtet auf Stellungnahme aus den USA. Nee, das ist ja klar, wir gehören ja auch dazu. Ne? So. Ja, kam bei netzpolitik.org. Dann NSA tötet auf Basis von Metadaten. Al-Qaida passt sich an. Kam bei gulli.com. Kann man auch mal nachlesen dann. Gibt die Links ja gleich nochmal rein. Mysteriös, warum hat Angela Merkel bei Euro-Krisensitzung geweint? Ja, vielleicht hatte sie ein bisschen Pfefferspray in die Augen kommen oder was? Schauen wir mal. Das kam hier bei deutsche-wirtschafts-nachrichten.de. Der Euro-Gipfel in Cannes im Herbst 2011 muss ein Horrortrip gewesen sein. EU-Präsident Barroso lancierte einen Putsch gegen den Griechen Papandreou, nachdem dieser von Nicolas Sarkozy gepeinigt worden war. Barack Obama demütigte die Europäer und übernahm offiziell das Kommando. Angela Merkel soll in Tränen ausgebrochen sein, als die Amerikaner die Enteignung von deutschem Volksvermögen als Sicherheit verlangt hatten. Nach diesem Gipfel war der Euro gerettet und die Europolitiker zu Lakaien degeneriert. Ja. Naja. Aber wir wissen ja, wie Tränen produziert werden können. Ne? Weiß ich also nicht, ob Frau Merkel deswegen geweint haben soll. Aber gut, möglich ist alles. Ne? Also wie gesagt, die Links gebe ich dann nachher noch mit rein. Keine Frage. Dann hier GEZ, Verfassungsgericht Koblenz, das hatten wir schon. Dann Boko Haram, USA suchen entführte Mädchen mit der Luftwaffe. Müssen Sie einfach mal vielleicht bei Hillary Clinton nachfragen. Hey, wo hast du die Mädels versteckt? Weil die arbeiten ja für sie. So, dann Bombenalarm bei der Geburtstagsfeier von Gerhard Schröder. Ja, der muss auch ein bisschen knallen. Dann kam das nochmal bei IK News. Bombenstimmung mit Schröder auf der Rothschild-Party. Ne? Also vielleicht galt es nicht dem Schröder, sondern dem Rothschild. Keine Ahnung. Die Knallerei. So, EU-Ausländer, Kindergeld, armes, reiches Deutschland. Ne? Ja, ja. EU-Sparkonto, gab es eine Information. Gluten, Intoleranz, vielleicht sind sie intolerant gegen das Unkrautvernichtungsmittel von Monsanto, was so überall in den Nahrungsmitteln drin ist, klar. Kann gut sein. Dinkel, Krise trotz weltweiter Rekordernte bei Getreide von knapp 2500 Tonnen bei Netzfrauen und so weiter. Gut, das mache ich, werde das hier gerade mal eben kopieren und dann einstellen hier bei meiner Linkliste zur heutigen Sendung bei mywakeness.wordpress.com, damit das alle so jeder nachlesen kann, weil
das alles vorzulesen. Dazu haben wir leider heute nicht die Zeit, ne, der Verständnis. Aber das können wir ja alles nachlesen, ist ja kein Problem. Gell? So, ihr könnt euch dann auch noch melden bezüglich weiterer Informationen, Fragen, hier noch einmal ein bisschen Zeit. Freue ich mich, wenn ihr da reinkommt. So, was haben wir noch? Ja, wie gesagt, schon seit Tagen habe ich sehr viele Zusendungen bekommen. Da muss ich dann ein bisschen runter scrollen, um das eben alles zu finden, was ich da also schon mir eigentlich überlegt hatte. Da ging es hier um die 3 oder 4 Cent Marken, Briefmarkengeschichte. Das muss ich mir auch nochmal alles anschauen. Ja, hier dann hatte jemand einen Wahleinspruch gemacht, nämlich zur Gültigkeit der Wahl zum 18. Deutschen Bundestagswahl. Und hatte da also den Wahleinspruch zurückgewiesen. Hochinteressant. Könnte man eigentlich gerade mal vornehmen, was da geschrieben wurde. Das kam sogar von dem Präsidenten des Deutschen Bundestags. Hochbezahlter Mann. Professor Dr. Norbert Lammert, MdB. Ja? Hat man den auch schon mal untersucht, wie er seine Professur geschafft hat? Gut, jedenfalls. Kam da also jetzt hier kürzlich gerade eine Nachricht und persönliche Sachen lese ich natürlich nicht vor. Einspruch gegen die Gültigkeit der Wahl zum 18. Deutschen Bundestag. Sehr geehrter, in der oben genannten Wahlanfechtungssache hat der Deutsche Bundestag am 8. Mai 2014 die in der Auszugsweise beigefügten Bundestagsdrucksache 18 so und so in der Anlage 50 enthaltene Beschlussempfehlung des Wahlprüfungsausschusses angenommen und damit folgenden Beschluss gefasst. Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen. Ja, ist doch klar. Du kannst da natürlich Einspruch erheben, aber wenn du Einspruch erhebst, dann gehst du ja ins Geschäft ein, ne, mit diesen Leutchen. Und du kannst ja nicht sagen, jetzt nehmen wir mal ein ganz simples Beispiel. Ja? Und man könnte irgendeine Marke nennen. Ne, aber ich nehme jetzt mal eine ganz bekannte, ja, damit man so weiß, was ich meine. Nehmen wir mal den Globalisten Coca-Cola. Ne? Jetzt bist du Mitarbeiter oder irgendwie bist du auf dem Gelände von Coca-Cola, ja, und schreibst dem Chef da, dem Direktor oder wie auch immer, Präsidenten da von Coca-Cola, ey, finde ich auch nicht gut, dass du da, ne, und deine Geschäftsführung da so bist und so und dir deswegen spreche ich da ein, ne? Dann lachen die sich natürlich tot. Die sagen, okay, wer ist das? Der kommt auf die schwarze Liste. Auf der anderen Seite schicken wir dem natürlich eine Antwort, die nett klingt. Ne? Wir haben uns zusammengesetzt im Firmengremium, ja? Haben diesen Einspruch gelesen, haben uns herzlich amüsiert darüber, haben gelacht, ne? Bis in die Nacht. Wir waren alle besoffen, ne? Von Coca-Cola. Ne? Aber die trinken das selber ja nicht, ne? Weil wissen ja, was da drin ist, ne? Aber gut, unabhängig mal davon. Und dann sagen sie, also was schreiben wir dem? Och, schreibt dir mal hier, komm, wir haben uns das angeguckt und es war ja nett. Aber das machen wir nicht, ne? Das kann doch nicht jeder Mitarbeiter, der irgendwie mal hier auf dem Gelände ist, Firmengelände ist, kann auch noch nicht sagen, wer hier der Boss ist, oder? Wir sind der Boss, sagen die dann, ne? Okay, also guter Versuch und es bringt Aufmerksamkeit, aber ja, war ja vorauszusehen, wie die Antwort kommt. Deswegen ist auch zum Beispiel, ja, das ist ganz interessant, da werde ich auch noch berichten darüber. Wenn du eher in der BRID beispielsweise, und da reden wir jetzt ja auch häufig drüber, ne, da ist es extrem, ja, wenn du da zum Beispiel jetzt irgendeinen Richter hast an irgendeinem sogenannten Gericht, ne, und da wird irgendwas verhandelt und du lehnst den als befangen ab, also nicht einen Antrag stellen, dann bist du ja wieder, dann hat das ja einfach. Aber nee, du erklärst ihn befangen, eine Befangenheit als Erklärung, ja, und liest es genau auf, teilweise wohl begründet mit irgendwie zig Anlagen. Dann passiert genau das Gleiche. Derselbe, den du als befangen erklärst, schreibt dir zurück, kannst vergessen, wird nicht angenommen, ist ungültig, ne? Weil, ne?
und auf irgendeinen Paragraphen, der auch nicht gültig ist. Aber das machen sie immer gleich alle selbst. Die geben das nicht einem Kollegen weiter, ne? Oder? Nee, nee. Oder irgendeine übergeordnete. Nein, nein, das machen sie selber, ne? Dann komm her, was willst du? Ich bin der Boss hier, ne? Ja, meint er da, ne? In diesem sogenannten Gericht. Also, da haben wir ganz kuriose Fälle. Die werden wir mal jetzt demnächst alle auch ein bisschen aufrollen, ein bisschen darstellen und die ganzen Dinge auch mal benennen, auch mit Interviews, ne? Von Betroffenen. Oder mit ja, Streitern oder so, ja, wie auch immer. Gut. Ja, also da konnte man nicht viel anderes, glaube ich, erwarten, oder? Ich weiß es nicht, wie ihr das seht, aber gell. ja, dann gibt es hier noch eine Empfehlung und Zusendung mit den Sozialgerichten. Da muss ich mir aber erst nochmal alles durchschauen. Kann ich so jetzt nicht hier einfach so vorlesen. Vor allem müssen wir ja auch immer wissen, ich meine, ist klar, wenn du irgendwie in diesem Apparat da drin bist mit Hartz IV und so und die einzige Möglichkeit ist, über das Sozialgericht noch irgendwas, das ist ja die einzige Möglichkeit, die das System für sich selbst mit irgendwie da noch akzeptiert, dann musst du den Weg natürlich gehen, ne? Aber wir wissen ja auch, was da dann dahinter steckt, das brauchst du bloß bei Dun & Bradstreet reingucken, wer das ist. Da ist Firma mit Firma verbunden, es gibt nichts, kein Gericht und sowas, das ist alles Quatsch. Das sind alles Scheingerichte, die sie da aufgebaut haben. Das ist aber nicht nur in der BRD so. Das ist auch in anderen Ländern oder anderen Nationen in Anführungszeichen so, weil auch das alles firmisiert wurde, wenn ihr da mal genau nachschaut. Gell? Könnt ihr das finden. Ja? So, hier kam noch was, hat auch mit dem Thema natürlich zu tun. Hier, was ist Angst? Woher kommt sie? Von Michael Schulewald. Was ist Angst? Woher kommt sie? Und die gesamte Gesellschaft will nichts anderes von dir, als dass du dich mehr und mehr anpasst. Zu diesem Zweck dient ihr auch die Religion und die Moral oder Mantras und Yoga. Die Gesellschaft hat selbst die Psychoanalyse vor ihren Wagen gespannt, einschließlich aller Formen von Psychiatrie. Nichts als Mittel, dich in den Schranken der angepassten Gesellschaft zurückzuhalten. Die Gesellschaft kennt kein anderes Ziel, als angepasste Individuen zu produzieren. Aber wenn die gesamte Gesellschaft krankhaft ist, dann ist es nicht gut, sich ihr anzupassen. Wenn die gesamte Gesellschaft wahnsinnig ist, dann bedeutet Anpassung, dass du ebenfalls wahnsinnig wirst. Jemand stellte Sigmund Freud einmal die Frage, was genau tun sie eigentlich in der Psychoanalyse und was kommt dabei heraus? Er antwortete, und Freud war ein ungewöhnlich aufrichtiger Mensch, alles, was wir bestenfalls erreichen können, ist dies. Wir machen aus hysterisch unglücklichen Menschen normal unglückliche Menschen. Mehr nicht. Hysterisch Unglückliche werden zu normal Unglücklichen. Wir bringen sie auf das normale Ausmaß von Unglück zurück, mit dem jeder lebt. Sie waren ein wenig zu weit gegangen, sie hatten ihr Unglück übersteigert, waren neurotisch geworden. Wir holen sie in die normale Neurose der Menschheit zurück. Und anderswo sagt Freud, der Mensch kann niemals glücklich sein, der Mensch kann nur entweder neurotisch unglücklich sein oder normal unglücklich. Aber glücklich kann er niemals sein. Ja, und ich zitiere hier weiter aus der Zuschrift. Für die gewöhnliche Menschheit scheint seine Diagnose völlig zuzutreffen, aber er ist nicht der Existenz eines Buddhas oder eines Tilopas bewusst. Er weiß nichts von jenen, die einen restlos beseligten Sein-Zustand verwirklicht haben. Und das ist nur natürlich, denn ein Buddha kann niemals in der Praxis eines Freud zur Behandlung erscheinen. Wozu? Zu Freud kommen nur Hysteriker, nur sie werden von ihm behandelt. In seiner 40-jährigen Erfahrung mit Patienten ist ihm nicht ein einziger Mensch begegnet, der glücklich gewesen wäre. Also hat er recht, empirisch recht. Seine Erfahrung hat ihm gezeigt, dass es nur zweierlei Menschen gibt, die normal Unglücklichen und die hysterisch Unglücklichen. Und alles, was er tun kann, beschränkt sich darauf, dich angepasster zu machen. Mantras, Psychoanalyse, Religion, Moral, Kirche, Gebete, alles Mittel, euch gefügig zu machen,
Und wirkliche Religion beginnt erst dann, wenn du die Reise zu einer tiefgreifenden Veränderung antrittst, wenn es dir nicht mehr um die Anpassung an die Gesellschaft geht, sondern um den Einklang mit dem Kosmos. Um dich mit der Gesellschaft in Einklang zu bringen, musst du fallen. Oft genug kommt es, dass einem Wahnsinnigen überhaupt nichts fehlt. Er hat lediglich eine nicht zu bändigende Energie und kann sich daher der Gesellschaft nicht anpassen. Er bricht aus dem Gehege. Ein Wahnsinniger ist zu individualistisch. Er hat zu viel Begabung in irgendeiner Richtung und kann sich daher nicht in die Gesellschaft fügen. Vergesst nicht, dass alle Genies Anpassungsschwierigkeiten mit der Gesellschaft hatten. Dass von 100 Genies fast 80 mit dem Irrenhaus Bekanntschaft machen. Das ist unvermeidlich, weil sie die Grenzen der Gesellschaft überschreiten. Ein Genie schäumt über von Energie, das kann die gewöhnliche Gesellschaft nicht zulassen. Die gewöhnliche Gesellschaft drückt dich nieder wie ein Briefbeschwerer, sie gestattet dir nicht aufzufliegen. Ein genialer Mensch wirft den Briefbeschwerer ab, er will auffliegen und sich in den fernsten Himmel schwingen. Sobald du die Grenzen, die die Gesellschaft gezogen hat, überschreitest, bist du wahnsinnig und die gesamte Gesellschaft ist hinter dir her, um dich zu rehabilitieren. Die Urangst ist die Angst vor dem Tod. Alle anderen Ängste lassen sich auf diese Urangst zurückführen. Liebe ist das Gegenteil von Angst. Ja, ich danke für diese Zusendung, die da kam. Prima. Ja, also es ist unglaublich. Dann hier auch. Die nächste Drangsalierung hier. Eurabisch-afrikanischer Frei-Einreisekorridor nach Deutschland von den Grünen gefordert. Im Auftrag der Bankster alles zu vermischeln. Ne? Damit es nachher noch weniger Widerstand gibt, wenn die dann alle froh sind, dass sie überhaupt was zu fressen haben. So, hier kam das bei conservo.wordpress.com. Wir brauchen legale Zugangsmöglichkeiten zur Europäischen Union, fordert eine mir bis dato unbekannte Grüne. Also das bewegt mich echt. Nachdem ich mich in den letzten 5 Jahren intensiv an den Grünen abgearbeitet und mehrere 100 Seiten Publikationen über diese komische Partei rausgeschwitzt habe, wähne ich mich sozusagen in den höchsten Sphären dieser Gesellschafts-, Umwelt- und Kulturzerreicherei, okay, nahe und stehe kurz vor dem grünen Olymp des anderen Deutschland, mehr noch der neue Mensch. Und die Endstufe werde ich wohl bald packen. Ska, sei Dank. Ska? Naja, das ist nichts Technisches, sondern eine Person, ein grünes Persönchen, Spitzenkandidat in ihrer Partei zur Wahl des Europaparlaments. Der Name ist unwichtig. Denn wenn Sie bei Grüne ein Kreuzchen machen, kriegen Sie die Spitzenfrau gratis als Beigabe dazu. Und für ganz doofe, Ska steht für Franziska, wie ich der bedeutenden Provinzpostille Bonner Generalanzeiger vom 3. Mai entnehmen durfte. Da gab Ska nämlich ihre Sicht der Dinge zum Besten, will heißen, sie hat mich aufgewühlt. Eieieiei. Und da ist dann noch folgender Kommentar. Ich finde, wir sollten unsere 16 Millionen Arbeitslosen, Kranken und Hartz IV und 1-Euro-Jobbern erstmal eine gut bezahlte Arbeit geben. Die Wohnungen erhalten, also Zwangsräumungen verhindern, denn unsere Obdachlosen werden immer mehr. Und die Kinder in Heimen werden auch immer mehr. Da können wir solch eine Brücke nicht gebrauchen, wie auch die zur USA nicht. Das sieht alles nach Krieg gegen das eigene Volk aus, weil wenn man von Masseneinwanderung spricht, ist keine Integration möglich. Ja, sehr gut. Guter Kommentar dazu. Prima. Ja, also Leutchen, ja, so, das geht immer weiter so, Leutchen. Ich weiß auch nicht, in welcher Welt wir hier leben. Also, bin mir auch noch nicht so ganz schlau geworden darüber, aber schauen wir mal. Okay? Ja, wir müssen auf jeden Fall hier für unser Überleben sorgen und wir dürfen das nicht, wir können das an keinen delegieren. Also wir können auch nicht irgendwelchen Leutchen, die da immer so vor den Demonstrationen da große Reden halten und so, das alles wieder in die Hand geben,
sondern wir dürfen uns das gerne anhören, was die sagen. Wir müssen alles kritisch hinterfragen, wir dürfen denen auch Applaus schenken, aber wir müssen immer im Nachhinein fragen, okay, was heißt das jetzt? Was bedeutet das? Und wir müssen vor allen Dingen an Lösungen heran. Und die Kritik üben wir jetzt schon seit vielen, vielen Jahren und ich mache das auch weiterhin, gar keine Frage, aber wir müssen die Lösungen diskutieren. Und die Lösung liegt eben in uns selbst. Das ist das Problem. Das Problem, jetzt müssen wir selber irgendwas machen. Und ich weiß das für mich selbst auch. Ich muss mich auch zu gewissen Dingen überwinden. Ich muss Energie aufbringen, damit ich an mir selber herumbastle, damit ich gewisse Dinge in die Wege leite, die vielleicht auch unangenehm scheinen oder wo man gerade keine Lust dazu hat oder wo man sagt, ach, das bringt eh nichts. Aber das habe ich auch jetzt hier die Tage mal diskutiert mit Leuten, die natürlich auch immer wieder frustriert sind, weil überhaupt nichts klappt oder der Widerstand gegen diese Tyrannei so groß sein muss, dass man das manchmal gar nicht persönlich schafft. Ja, und deswegen ist ja gut, dass wir alle zusammen hier im Boot sitzen und einer für alle für einen eigentlich denken sollten und weg aus unserem Schneckenhäuschen, also nur ich bezogen, raus in die Welt müssen. Wir müssen also unseren Mitmenschen mithelfen und nicht nur unsere eigenen Interessen als erstes sehen. Das ist für viele nicht einfach, auch für mich nicht einfach manchmal. Also ich bin da in meinem Denken zwar relativ weit, aber mit der Umsetzung und der Praxis ist das nicht unbedingt so einfach. Aber wenn wir darüber nachdenken und das mal überlegen, was der wichtigste Weg ist, wenn das nämlich die Voraussetzung für ein besseres Leben sein kann, dass wir hier und jetzt versuchen, unseren Egoismus, unsere Ich-Bezogenheit zur Seite zu schieben oder zu reduzieren, vielleicht sogar zu besiegen, je nachdem, um dann eben mit anderen zusammen ein neues Leben aufbauen zu können, dann ist es ein Mittel, was gerechtfertigt ist. Der Beweis fehlt noch. Das macht so viele so stutzig, auch wenn ich so Sachen erzähle, was wir hier so machen, dann Auskunftsbegehren und sagen, ja und, habt ihr schon jemals Kohle gekriegt? Oder der eine, der sagte, was ich da so geschrieben hätte mit Auskunft, sie hätte dann mal beim Amtsgericht angefragt und hätte gefragt, ob das denn stimmen würde. ja, okay, ne? Da fällt dir nicht viel ein. Also das ist natürlich, der Beweis ist noch nicht da. Man kann sagen, es gibt die große Wahrscheinlichkeit, dass es zu Erfolg führt. Aber wie bei allem, was neu ist, und es ist ja neu, weil bis jetzt war die Gesellschaft anders gestrickt, wurde auch so erzogen, anders zu sein, nämlich ich bezogen, ne, mit Ellenbogenkämpfen und nur man selber und dies und jenes und Team und Wissensvermittlung war nur dann gewünscht, wenn man das Wissen aus jemandem rausziehen wollte, weil man die Nähe auf der Abschlussliste hat. Und dann, nachdem man alles den anderen beigebracht hat, denen einen Fußtritt gab und dann raus. Ja, ist doch so, oder? Ich weiß nicht, wie ihr das seht oder was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Jedenfalls ist es so, wir müssen einfach gewisse neue Wege gehen. Das ist eine mögliche Gangart, dass wir eben versuchen, unser eigenes persönliches Ich zurückzustellen, um zu sagen, wenn wir alle anpacken, das ist beim Fußball ja auch so, ne? Wenn du da nur Shooting Stars hast, also nur Torschützenkönige, die da also nur ihre Tore schießen wollen, dann stehen die da alle vor dem Tor herum, kriegen aber keine Bälle, weil die selber ja nicht nach hinten gehen und sich den Ball holen, das machen die wenigsten, sondern warten, bis sie den Ball kriegen und den reinhauen. Also es muss ein Team geben, die also alle zusammenarbeiten. Jeder hat natürlich Stärken und Schwächen. Das ist klar und da muss man sich irgendwie finden. Also, ich denke, eine Lösung ist es eben mal diesen Weg zu gehen, aber das muss friedlich sein, weil alles, was mit Gewalt zu tun hat, müssen wir zurückweisen. Weil aus dem einfachen Grund, weil die sich ja auf eine gewalttätige Auseinandersetzung mit dem Volk, mit der Mehrheit der Menschheit vorbereitet haben. Die haben das alles im Arsenal. Und sie haben dann eine Begründung, das einzusetzen, wenn das Volk aufmuckt. Ne? Das wird ja nicht
ganzheitlich aufmucken, sondern sind immer nur wieder ganz bestimmte Gruppierungen oder Gruppen, die das tun. Es sei denn, man kommt in eine Notwehrsituation. Das ist klar, das ist dann wieder eine andere Geschichte. Aber solange, wir wollen ja Frieden. Wir wollen ja eine friedliche Ausgangsbasis nutzen, um eine bessere, neue Welt aufzubauen. Also neue, was heißt neue? Also eine, die, in der man wenigstens mal leben kann. Ne? Und zwar alle leben können. Denn wenn wir nicht alle leben können, dann haben wir wieder diesen Ellenbogenkampf. Dann geht es wieder nur darum, wer bleibt am Leben. Das kann es natürlich auch irgendwann geben, wenn es eine sehr, harte Auseinandersetzung wird. Aber ich denke, das sind so die Möglichkeiten. Und auch witzig ist es, dass wir eben nicht betrübt sind, nicht uns niederbringen lassen. Wir hatten das auch in der letzten Sendung diskutiert, wo uns Gabriele Reda dann auch nochmal das gesagt hat, man muss auch mal lachen können, man muss auch mal wieder genießen können, auch in Gemeinschaft mit anderen Menschen. Wir dürfen uns nicht von diesen Problemen niederdrücken lassen. Wir müssen nicht das Gefühl haben, wir haben keine Chance. Das ist ja das, was sie wollen. Das tun sie vielleicht auch mit der Aussendung ihrer niedrigfrequenten Strahlung, die sie auf uns abgeben, und auch die Chemtrails und die Gifte, die sie uns verabreichen, sollen ja zu einer Depression führen, uns niedergedrückt machen, damit wir gar keine Chance sehen, uns irgendwie aus dieser Misere oder dieser misslichen Lage zu befreien. Und ich denke, dass da müssen wir einfach einen Weg finden, dass wir wieder auch Spaß am Leben finden können, damit wir wissen, es lohnt sich. Oder? Hä? So, hier kam jetzt nochmal eine Information rein. Einmeldung: Jörg Uckermann ist wieder frei. Der stellvertretende Vorsitzende von Pro NRW, Jörg Uckermann, ist heute Nachmittag gegen 14.30 Uhr nach knapp einem Monat Aufenthalt aus der JVA Köln-Ossendorf, das ist ja wahrscheinlich auch eine Firma, entlassen worden gegenüber P1, weiß nicht, oder P, ich weiß nicht, was das heißt. Ah nee, Political Incorrect, sorry. Da ist die Quelle, von der ich jetzt vorlese. Zeigte er sich ungebrochen und bedankte sich für die viele Post, die Politically Inkorrekt Leser ihnen geschickt hatten. Jetzt werde ich mich erstmal rasieren und die wiedergewonnene Freiheit genießen. So der frühere CDU-Politiker. Weitere Informationen zu Uckermann-Freilassung erfolgen in Kürze. Okay, ihr seht, ne, Freiheit ist das allerwichtigste Voraussetzung für alles andere. Und das geht nur im Frieden und wenn man eben nicht irgendwie unterdrückt wird in einer Art und Weise, wo man sich dann nicht mal mehr befreien kann, zum Beispiel wenn man eingesperrt ist. Ist klar. Gut, was haben wir noch? Hier kommt Einreiseverbot für Merkel nach Referendum in Donetsk, also in der Ostukraine. Da hat es ja ein Referendum gegeben, der russischstämmigen oder pro-russischen Bevölkerung, die sich also von der Ukraine, von Kiew, bloß sagen möchten, die haben gleich als erstes ein Einreiseverbot für Merkel ausgesprochen. Okay, das kam hier beim express.de. Das werde ich gerne auch jetzt gerade mal eben schnell noch da unten mit reinbringen. Ich verlese das gerne auch nochmal etwas ausdrucksweise daraus. Ja, man muss seine Gegner kennen, ne? Das ist so, oder? Ja, das kann man so sagen. Und die Merkel, die ist also im Bett mit den Bankstern, mit der falschen Seite, gegen die wir sein müssen. Das hat sie aber selbst gewählt. Und ist damit also eindeutig auf der Verliererseite. Denke ich mal, ne? Also, ich kam das eben beim express.de, Donetsk, Einreiseverbot für Merkel. Da ist also so ein in russischer Schrift verfasstes Papierchen abgebildet. Und es heißt im Text, nach dem umstrittenen Referendum am Sonntag hat die selbsternannte Volksrepublik Donetsk bereits erste Forderungen gestellt. Wie der russische Sender RT am Dienstag twitterte, verhängte sie am Dienstag erste Einreisesperren. Betroffen sind die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, US-Präsident Barack Obama, die britische EU-Außen-
Beauftragte Catherine Ashton und der britische Premierminister David Cameron. Ja, und die Liste könnte noch größer sein. Ne? Also die ganzen im Auftrag fungierenden, der Bankster fungierenden Puppen. Gut. Ja, ist das schon mal ein erster Schritt. Das ist die erste Aktion. Also Referenten machen. Ja, Saarland gehört ja sowieso schon nicht mehr zum Gebiet der Bundesrepublik in Deutschland. Weiß gar nicht, was die da eigentlich alle machen. Und so weiter. Gut, schauen wir mal. Müsste ich Baden wieder hier ab. Und die Leute, die Globalisten alle rauswerfen, oder Baden, das Großherzogtum Baden, muss ich wieder. Gut, nicht, dass wir dann unbedingt einen Großherzog brauchen, aber das wäre doch mal eine Idee, oder? Ja gut, und es gibt dann natürlich, Österreich ist ja sowieso ein dekadentes Land, und hier sind sie auch wieder mit Teufelszeichelchen unterwegs, ja, die Wiener Sängerknaben haben sie da missbraucht, dafür, hier schreibt Ö24, aus Österreich kommt es, Österreich. Wiener Sängerknaben werben für Hard Rock Café in Wien und Schwulenlobby sammelt mit Pornodarstellung für eine groteske Lüge, nämlich AIDS. Unfassbar, dass man jetzt auch schon einen der letzten verbliebenen Kulturträger Österreichs, es gibt Millionen Deppen, die Conchita als neuen Stern der österreichischen Musik bejubeln, das ist dann diese Wurst. Ne? Die Wiener Sängerknaben schamlos für den Satanismus missbraucht. Es gab allerdings auch Zeitperioden, wo die Knaben von den pädophilen Bettbrüdern oder Betbrüdern, ne? Ja, sehr, ja. Kleiner Freudscher Versprechen. Und Homos schamlos missbraucht wurden. Ist aber alles nur eine Frage der Zeit, bis Österreichs Spitzenkulturträger, die Wiener Philharmoniker, die derzeit die ganz Europa ausschließlich von Menschen einer Minderheit dirigiert werden, anlässlich des Neujahreskonzerts die Musiker mit Satans Zinken, das auserwählte Publikum mit Prosit Neujahr begrüßen. Selbstverständlich wird auch den Kindern die wahre Bedeutung dieser freimaurerischen Satansreligion und deren Symbole auf die Menschheit und deren Zukunft nicht erklärt. Die wahren Verbrecher stehen dahinter. Ja, zur offiziellen Bestätigung aller kursierenden Gerüchte hatte sich das Hard Rock Café in Wien am Dienstag mit dem Wiener Sängerknaben zusammengetan. Schließlich wollte man auch im Restaurant Wien auf lokale Gegebenheiten und Kultur Fragezeichen Rücksicht nehmen. Also wurde nicht nur die Renaissance Motette Tenebris Facte Sunt, sondern auch der Klassiker I Love Rock'n'Roll zum Besten gegeben. Und Satan nimmt es befriedigend zur Kenntnis, Heil Baphomet. Ne? Nachschlag Ende Mai werden bezüglich Provokation und Pervertismus mit dem Wiener Live Ball die nächsten Schritte in Richtung Dekadenz und kulturellen Niedergang der Menschheit gesetzt. Okay, ja, ich lege das jetzt nicht weiter, weil es ist noch ziemlich Aufsatz. Ja, Leutchen, es ist wirklich also unfassbar. Und die Leute machen da auch alle mit, ne? Das ist alle nicht so. Entweder verstehen sie es nicht oder sind die hypnotisiert, ja, ich weiß nicht. Schauen zu viel von dieser Glotze oder weiß nicht, wie das hält. Ja, also schauen wir nochmal, ob irgendwas reingekommen ist. Ansonsten sind wir ja schon fast wieder durch heute mit der Sendung. Ja, so schnell geht es. Ne? Also unglaublich. Ja. Die sogenannte Zeit, die es ja eigentlich nicht gibt, rast dahin. Hier kommt was. Also wenn chemische Substanzen in die Luft gesprüht worden ist, kann man das auch nicht nur sehen, sondern auch riechen. Wenn es nach Schwefel riechen sollte, ist das ein eindeutiges Zeichen, dass sie sehr stark gesprüht haben vom Wassermann. Das habe ich auch schon häufiger mitbekommen. Immer wenn, bevor es regnet, machen sie das vor allen Dingen, damit es auch ordentlich alles runterkommt. Runterregnet, gell? Oh Mann, naja. Ja, Leutchen, also wir sind durch. Wir werden gleich anschließend hier die Sendung nochmal wiederholen. Könnt ihr euch nochmal anhören? Viele wichtige Informationen dabei. Und die nächste Live-Sendung ist am kommenden Donnerstag 16 bis 18 Uhr. Ja. Und da seid ihr bitte alle wieder da, oder? Ja. Wäre doch schön. Wäre klasse. Ja, und dann versuche ich da heute noch das Video mit hochzuladen, wenn das hier mit YouTube mal ein bisschen besser klappt. Ja? Heute war da wieder eine Nullstörung. Oh Mann, ey. Na gut. Und wir hören jetzt ausgangs auch nochmal eine neue Musik, super Musik von BM
Beats aus Berlin mit Wenn ich das Mic nehme. Ja. Und während wir dann umschalten auf die Wiederholung, kommt dann nochmal von Wilton the Artist Someday. Also klasse, dass ihr da wart. Zugehört habt, mitgemacht habt und bleibt am Ball, verteilt die Informationen. Wer mich unterstützen will, kann das tun. radio@wilkins.net. Kontakt aufnehmen. Herzlich gern. Und wer vielleicht dann noch berichten will, am Donnerstag früh in unserem Auftrag, meldet sich bitte auch bei redaktion@wilkins.net für den Einsatz in Löhne, Nordrhein-Westfalen. Ciao, ciao. This is Wake News Radio with Detlef on UWS Community Radio and the International Community Radio Network. Alles klar, willkommen in Teufels Küche, Spaß, ich hab für jeden was. Zucker kriegt euch voll mit Rhymes, bis ihr elendig platzt. Eure Reden haben kein Herz, das ist Fuck, bei gleichem Rezept erreicht ihr weitaus weniger Geschmack. Mein Rap ist fresh mit den besten Zutaten, Style, Flow und ner Prise rechter Haken. Spar dir den Atem für deine Hafen und Fahrten, deine Verse kommen wie vorgetragene Kantinenspeisekarten. Ich glaube nicht, dass du hier richtig bist, denn schon an deinem Blick erkenne ich, dass du heimlich hip frisst. Nimm es wie es ist, du kriegst es hart ins Gesicht. Deine Kuh schick ich nach Hause und dein Arsch auf den Strich. Ich mag dich nicht, weil du nicht meine Sprache sprichst. Ich jag deine Art aus Spaß wie die Nacht des Tageslicht. Klare Sicht hattest du schon seit Jahren nicht. Dein Gangster-Rap für Arme bewegt hier gar nichts. Wenn ich das Mic nehme, sind Rapper wie gelähmt. Wacks werden gestreckt und alte Zeiten belebt. Die Beine schmecken gut und der Beat ist fresh. Hip-Hop ist noch nicht tot, er war nur eben kurz weg. Wenn ich das Mic nehme, sind Rapper wie gelähmt. Wacks werden gestreckt und falsche Zungen gezähmt. Ihr glaubt, ihr seid die Max, doch erntet keinen Respekt. Außer bei kleinen Kids, denn sie verstehen den Scheiß noch nicht. Aber ich will keine Karriere machen. Er will immer underground bleiben. Wer hat das gesagt? Wer zum Teufel macht? Bullshit! Blendung pur, meiner Meinung nach liegen sämtliche Kompetenzen unserer Jugend brach. Sie blicken zu euch auf, zeigt ihnen Möglichkeiten, zieht sie weg von den PCs oder bewegt sie zum Schreiben. Zu meiner Zeit war alles noch anders, MCs formten MCs, aber ihr formt nur Ballast. Ich denke gerne an die Zeit zurück, der junge Flip griff sich den Stift und Hip-Hop nahm ihn mit, Baggy Pants und Nike Brand schon in der 6. Klasse. Stets unterwegs mit Edding in der Tasche, die ersten Joints, Beatbox auf dem Spielplatz. Es war noch so schlecht, man haben wir uns kaputt gelacht, doch die Liebe wuchs. Rap ich nie von meiner Seite, er war immer für mich da in guten wie in schlechten Zeiten. Deshalb sag ich, Hip-Hop ist mehr als nur Musik, abstrakte Beats oder billige Mieten. Teure Luxuskarren, aber nur fürs Video mieten. Und die Texte habt die Toys doch sicher auch nicht selbst geschrieben, Bitch. Yo, yeah. Bitch. Wenn ich das Mic nehme, sind Rapper wie gelähmt. Wacks werden gestreckt und alte Zeiten belebt. Die Rhymes schmecken gut und der Beat ist fresh. Hip-Hop ist noch nicht tot, der war nur eben kurz weg. Wenn ich das Mic nehme, sind Rapper wie gelähmt. Wacks werden gestreckt und falsche Zungen gezähmt. Ihr glaubt, ihr seid die Max, doch rennt keinen Respekt, außer bei kleinen Kids, denn sie verstehen den Scheiß noch nicht. Yo, und wenn ihr glaubt, unser Scheiß ist nicht on vogue, Alter, dann will ich euch jetzt mal was sagen. Ihr wird nur nach Adler in die Schule gekommen. Wenn euch das nicht schmeckt, geht woanders fressen.